So, moin moin, liebe Motorsportfreunde, hier zu einer neuen Ausgabe der UFL, diesmal in Russland. Und warum ich neue Ausgabe gesagt habe, ist deshalb, weil das einfach so spannend die Saison hier ist. Also klar, man hat seine Favoriten hier, vielleicht mit dem Marvin, dem Pave, dem Nico, aber wie gesagt, hier sind auch einige Kandidaten dabei, die auf jeden Fall mal für Überraschung sorgen können. In Montreal, Kanada, war es der Camo, der da für eine riesen Überraschung eigentlich gesorgt hat. Zum Ende dann P3. Also, wie gesagt, hier ist einiges drin. Und wir sind gespannt jetzt hier in Russland, wer am Ende die Nase vorn haben wird. Und ich muss mal kurz was schauen. Ich will mal kurz was auschecken. Während hier schon mal das ist, glaube ich, ja doch, aber irgendwie zeigt er mir das nicht so an, wie ich das haben will. Aber ich muss das mal anders machen hier. Ich will ja gerade den Stream rumschicken, aber will nicht so, wie ich das möchte. Deshalb muss ich das jetzt gerade mal auf anderen Wege machen. Und jetzt kriege ich da Werbung reingeschaltet, das ist sehr schön. Oh, jetzt mein Handy auch noch runtergefallen. Noch besser. Läuft gerade wieder alles perfekt, Technik und so. Ich muss gerade noch mal neu machen das Ganze. Jetzt hier kann ich mein Handy machen, das ist besser. Ist doch besser. Dass mir da will ich es reinstellen. Sieht das Ganze besser aus. Jetzt kann ich das auch hier mal nehmen und kopieren. Ab in die Media. Und dann sollte das laufen. So. Jetzt aber, jetzt läuft's, jetzt ist gut. Ich hoffe, alles funktioniert hier heute einwandfrei, keine Bugs, keine Fehler im Spiel. Gab ja ein Patch unter der Woche. Deshalb können wir vielleicht mit frohen Mutes da reingehen. Heute sind, glaube ich, 15 Fahrer insgesamt hier beim Qualifying, eventuell 16 dann beim Rennen. Der Pave wird heute erstmal beim Qualifying nicht dabei sein. Wir sind ja gespannt, falls er es zum Rennen schafft, wie gut er hier ohne Setup dann klarkommt. Und ich sehe gerade, der Pave ist da. Alles zurückgenommen, was ich gerade gesagt habe. Mir war so, als wenn er nicht wirklich konnte. Na gut. Ist auch egal, aber es fehlen noch so der ein oder andere Fahrer. Heute neu dabei, heute auch erst beigetreten in die Liga, der VCRL Tobi 16, heute im Red Bull unterwegs. Ist auf jeden Fall neu, sein Einstiegsrennen, sein Debütrennen. Der Timmy, der letzte Woche sein Debütrennen hatte, war ein bisschen unglücklich. Unglücklich, war gar nicht Kanada. Wovon rede ich denn? Wir sind in Deutschland gefahren. Was rede ich denn? Von Kanada, ey, das war ja mega fail hier jetzt gerade. Ob ich da jetzt von Kanada geredet habe, weiß ich nicht. Bin letzte Woche in Deutschland gefahren und lassen wir das. Da hat der Timmy auf jeden Fall sein Einstiegsrennen, quasi sein Debütrennen gefeiert, war nicht gerade glücklich, aber wie gesagt, das ist manchmal so, wenn man da das erste Rennen in der neuen Liga fährt, ist man ein bisschen mehr aufgeregt vielleicht sogar als sonst. Aber mit mehr Rennen hier, denke ich mal, wird sich das bei ihm auch legen. So, dass er da vielleicht dann auch nicht diese Flüchtigkeitsfehler macht, die normalerweise vielleicht raus sind sogar. Ich gerade noch mal kurz Zeit, um mir einen Energy Drink zu holen. Ich bin sofort da, Jungs.
So, da bin ich wieder. Und jetzt werde ich kurz nochmal hier was. Ich wurde gerade angeschrieben. Vom Vettel. Achso, wir werden noch einen neuen Fahrer heute zu Gesicht bekommen, der wohl auch erst seit heute dabei ist. Der Falkberg schreibt mir gerade der Vettel, dass er entweder joint danach oder schafft es noch rechtzeitig. Also der wird vielleicht dann auch zum Rennen da sein, mal schauen. Und ich muss hier gerade mal kurz... Ja, jetzt ist natürlich hier mega viel reingepustet. Jetzt wollte ich mal kurz einmal den... So, ich habe mal darum gebeten, mal hier wieder einen Wetterbericht zu bekommen, denn das ist die letzten Rennen nicht so geil gewesen, muss ich sagen. Also da, und warum will er mich verbinden zum Chat? Hallo? Warum? Habe ich keine Verbindung zu dem Chat. So, jetzt muss ich gerade natürlich mal die Seite neu laden. Vielleicht geht das daran. Jetzt habe ich nämlich wieder Verbindung. Vielleicht habe ich deshalb auch nichts im Chat gesehen. So. Jetzt sollte es funktionieren. Jetzt sollte der Chat auch funktionieren. Dass ich den auch sehe. So. Und da noch. Das machen wir weg. Kommt nichts, alles da. Gut. So, wir haben jetzt hier noch 2 Minuten. Und dann geht es wohl los. 15 Fahrer sind jetzt am Start. Schauen mal, ob das der Falkberg ist. Nein, ist nicht dabei. Noch nicht. Schade. Bin gespannt, heute in Russland gab einige Fahrer, die gesagt haben, es gab andere, die wiederum gesagt haben, ja, ich glaube so, der Marvin war einer davon, der so, ja, gesagt hat, also ich glaube, da können wir uns wieder auf was gefasst machen von dem Marvin, der hier, ja, die beiden da vorne, Pave und Nico, die letztes Jahr dominiert haben, da ganz schön vor Probleme stellt. Und ja, Marvin der Einzige, der bisher hier 2 Rennen gewinnen konnte. Müsste glaube ich so gewesen sein. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber es müsste so gewesen sein. Schau mal schnell nach. Ja, und eins hat Pave geholt. Und bin gespannt, was heute jetzt passiert hier in Russland. Regelt in Russland. Und 16 Fahrer, das heißt, der Falkberg wird es wohl geschafft haben. Da ist er im Alfa Romeo heute. Auch mit seinem Debütrennen hier heute. Schauen wir mal, was die beiden Neuen hier denn heute so machen. Ansonsten ein ziemlich altbekanntes Feld hier mit Schwarz-Gelb. Pizza Wolf, Vettel, Camo, Totti, Papa Murdoch, der Marvin. Bullet Dude, Fons, Pave, Nico, Domi, Black Panther. Aber das sind die, die auch eigentlich seit Anfang der Saison fahren hier. Und Vettel hat durchgedrückt, das heißt, geht los. Das heißt, 16 Fahrer sind wir jetzt hier in Q1. Das heißt, von einem müssen wir uns auf jeden Fall verabschieden. Hoffen natürlich nicht, dass es noch mehr sind, die sich da irgendwo abschießen. Ist immer mal möglich. Und der Camo Place ist da. Im Chat, im Stream. Moin, moin. Grüße gehen raus. Und... Löp. So, es wird hier sehr spärlich gedrückt, würde ich mal sagen. Also es dürften schon noch ein paar mehr sein. Es ist Zeit, Jungs. Let's go. Bringt den Asphalt zum Brennen hier. Ich freue mich schon wieder richtig drauf. Das ist, wie gesagt, seit Anfang der Saison ist das einfach nur geil hier zu kommentieren. Ja, also
Wer das erste Rennen zum Beispiel nicht gesehen hat von der UFL hier auf der Xbox, guckt es euch an. Also das war ein Feuerwerk der Gefühle, kann man so sagen. Also das war, pah. Aber auch die anderen Rennen waren mega spannend, ja, wenn man an Deutschland zurückdenkt, wo der aktuelle Weltmeister Pave ausgeschieden ist in Kurve 1, ja, spektakulär. Hätte man jetzt nicht unbedingt erwartet, dass das ausgerechnet Pave passiert. Vor allen Dingen in Deutschland, wo er letztes Jahr auch schon so Pech hatte. In der letzten Saison, ja. Also wie gesagt, zieht's euch rein, ist mega geil. Und wir gehen jetzt in Q1 hier in Russland. Wo wir... Ja, ich denke, dass der ein oder andere hier doch wieder ein Zeichen setzen wird, was die Zeit angeht. Aber ich denke, da dürfen wir in Q3 dann doch nochmal eine Schippe drauf sehen, was jetzt hier in Q1 kommt. Werden wir jetzt sehen. Ich weiß auch gar nicht, wen ich jetzt so als Streichkandidaten hier einordnen würde. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie die beiden Neuen fahren. Deshalb kann ich jetzt nicht mal sagen, wer hier zum Beispiel der Streichkandidat wäre. Keine Ahnung. Und Eskalations-XTV ist auch wieder am Start. Moin, moin, Grüße gehen raus. Ich schwitze ja jetzt schon, schreibt er. Ja, glaube ich dir. Es ist nicht unbedingt leicht in dieser Liga. Und Bullet Dude hat die Session verlassen. Eieiei, was ist da jetzt schon wieder los? Das ist jetzt nicht so schön. So geil. Mal gespannt jetzt hier. So, wie gesagt, der Bullet Dude ist rausgeflogen. Also mal gespannt, ob der irgendwie nochmal wiederkommt. Also wir gucken jetzt aber auch mal auf die Reifen. Da wir jetzt 16 Fahrer haben, kann ja einer rausfliegen. Bin gespannt, ob hier irgendeiner mit härterer Mischung rausfährt. Oder ob alle... Also ich sehe, der Timmy, der setzt schon mal da die Mediums drauf. Hier vorne macht sich ein Black Panther bereit. Gehen wir mal natürlich drauf. Schauen wir mal, ob er wirklich der Erste ist, der hier rausfahren darf. Oder ob sich dann noch jemand vordrängelt. Bisher sehe ich nichts. Bisher sehe ich da keinen, der da sich vorgedrängelt haben könnte. Das heißt, Black Panther wird hier ja, die erste Runde auf den Asphalt brennen. Und wir sind natürlich gespannt. Geht hier mit den Softs raus. Ja, das ist eigentlich fast normal. Und Eskalations-TV schreibt, er hat keinen Motorsound again. Das ist mies. Ich hab zum Glück welchen hier im Stream. Nicht so wie letztes Mal, wo es ein Q1 ohne Motorsound gab. Und der Falkenberg ist auch rausgefahren. Aber wir gucken natürlich jetzt hier erstmal auf Black Panther, der die erste Zeit setzen wird, an die wir uns richten können. Panther geht jetzt hier gleich auf seine schnelle Runde und wer das vielleicht noch kennt aus dem 218er Teil, wenn man hier zur Box abbiegt, hat man ab und zu eine 5 Sekunden Stop-and-Go gekriegt für Kurve abkürzen. Ich weiß nicht, ob das in dem Teil immer noch so ist, aber Black Panther geht jetzt hier auf seine schnelle Runde, wo das DRS auch ein bisschen verlängert wurde. Da war es nämlich schon, da war die Aktivierung, hier war die alte Aktivierung und das ist schon ein gutes Stück länger. Mehr Topspeed hier am Ende der langen Gerade hier. Und hier das alles gleich. Ja, für meinen Geschmack ein bisschen zu weit außen. Mag aber auch jetzt vielleicht sogar schneller sein. So, Zwischenzeit 33,6. Versuchen wir uns mal zu merken hier. An der Stelle.
Und jetzt finde ich, kommt eine relativ schwierige Passage hier. Die Kurve erstmal und jetzt diese Links. Oder die Doppellinks hier. Die man hier hat. Kann man auch sehr schnell mal sein Auto verlieren. Hier macht er schön Platz. Und hier die zweite DRS-Zone. In Richtung Sektor 3. Der jetzt hier gleich endet, ja. Und, ui, da kam er kurz gegen die Wand, das hat man gehört. Aber das glaube ich nicht, jetzt so viel Zeit gekostet haben, glaube ich nicht. Er kommt jetzt hier auch noch zu einer schwierigen Stelle hier, diese Kurve. Kann man auch gut und gerne mal wegrutschen. Gibt jetzt zu den letzten beiden Kurven hier. Getroffen, 1,33,9 ist das erstmal, danach können wir uns erstmal richten und der Falkenberg wird als nächstes kommen. Fave ist auch schon draußen. Ui, da kommt der Falkenberg aber sehr weit raus. Das wird ihm Zeit gekostet haben. Und Vettel hat die Session verlassen. Das ist eine 1,33,9. Ja, da kann er auf jeden Fall schneller. Da hat er auf jeden Fall Zeit liegen lassen. Ist damit erstmal ein neuer Erster hier. Und Tobi. Auch ein neuer. Schauen, wo der landet. Nico hat die Session verlassen. Ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht sogar einen Neustart gibt, weil die hier alle die Session verlassen. Und ja, es gibt einen Lobby-Neustart. Ich habe es jetzt gerade gelesen. Es wurde gerade geschrieben, es gibt einen Lobby-Neustart. Fave hier mit 1,32,1, also wir können uns auf jeden Fall dann nach dem Lobby-Neustart auf was gefasst machen. Und ich warte jetzt einfach mal hier so lange, bis die Einladung kommt. Auf jeden Fall Falkenberg und der Tobi sind hier schon mal gut unterwegs, muss ich sagen, Q1. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das deren Maximalleistung ist oder ob da noch mehr kommen kann. Und wie gesagt, ich warte jetzt einfach hier in dieser Lobby. Guck den beiden Fahren zu hier. Das ist ja schöner als wenn man da irgendwo jetzt in der Lobby reingeht und nichts sieht. Deswegen warte ich jetzt hier auf die Einladung und guck währenddessen hier zu. Vor uns hier mit 1,33,7. Also wie gesagt, können wir uns auch ein bisschen was gefasst machen, glaube ich. Also die 1,31 wird hier definitiv heute noch gefahren. Pave ja schon fast dran. Wenn wir hier dem McLaren oder dem Sauber zugucken, der jetzt an der Box ist. Oh mein Gott. Gucken wir weiter dem McLaren zu, bis wir hier eine Einladung bekommen für die neue Lobby. Und ich mache mir mal meinen Energy Drink auf. In der Zeit. Da kommt die Einladung, siehste. Die nehmen wir doch jetzt an. Ja, Leute, nicht wundern, dass ich bisher nicht so viel jetzt sage. Das kommt wahrscheinlich wieder mit Q2, Q3. Ja. Also. Auch wenn ich heiß bin drauf, auf das Rennen hier, kommt die Steigerung immer bei mir so. Im Laufe der Zeit kommt die Steigerung. Jetzt gibt es den dritte Session bei Screensaver. Ist auch geil.
Ist uncool. Ist ganz uncool. Also entweder du lässt mich jetzt beitreten oder du schmeißt mich raus. Also eins von beiden jetzt hier. Hopp, hopp, let's go. Also irgendwas stimmt da nicht. Jetzt mache ich mal auf Abbrechen. Schauen wir mal, ob ich ihn vielleicht so beitreten kann. Kann ich nicht, weil die offline sind, oder was? Na, ja, wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, Eskalation, also irgendwie. Will er gerade nicht hier. Das heißt, ich muss wahrscheinlich wirklich einmal kurz das Spiel neu starten. Ja, ich starte mal kurz das Spiel. Neu. Ja, Nico, ich würde gern joinen. Geht gerade nicht. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Und hoffen, dass es jetzt geht. Jetzt bin ich drin. Jetzt ist er da. Da ist er ja. Jetzt ist er da. Na, hallo, Herr Funz. Ich bin am Start. Let's go. Oder wie Black Panther sagen würde: Oh shit, there we go again. Ja, wir warten jetzt hier, bis das Ganze losgeht. Ich weiß nicht, wer da noch fehlt. Eben waren wir auf jeden Fall 16. Sind Fahrer insgesamt. Der Papa Murdoch, sehe ich gerade. Oder habe ich gerade gelesen? Der wohl noch fehlt. Und jetzt scheint loszugehen. Das heißt, jetzt starten wir nochmal komplett neu ins Q1, weil es eben wohl ziemlich verbuggt war. Also the same shit every time.
Und täglich grüßt das Murmeltier. Wenn Codemasters das endlich mal hinbekommen würde, das wäre so schön. Ich glaube, dann würden das auch ein paar mehr Leute spielen. Denn manchmal ist das schon recht nervig. Wenn dann genau sowas passiert und sich alles verzögert dadurch. Das ist dann schon, ja, nervt dann schon, weil der eine oder andere ja morgen früh auch vielleicht aufstehen muss oder so, noch arbeiten muss. Oder heute Nacht noch los oder keine Ahnung. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass ich nachher dann noch das genügend Päuschen kriege für auf Klo und eine rauchen. Das wäre super. Na, mal schauen. So Domi lädt jetzt hier gerade nicht. Also entweder hat der gerade Verbindungsprobleme oder es braucht einfach bei ihm länger. Oder er fliegt sogar gleich raus. Oder es... Ne, jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt geht's gleich los. So, Namen sind jetzt auch da. Eben war komplett black. So. Jetzt kann es dann aber auch wirklich, denke ich mal, losgehen hier. Hoffe ich doch, dass das nicht weiter verpackt ist. Bin gespannt, ob der Black Panther wieder als erstes rausfährt. Oder ob da hinten vielleicht sogar ein Force India. Nein, das war ein Renault. Ist ein Renault? War das ein... Ach, was war das? Das ist Black Panther, der jetzt rausfährt. Wer ist da vorne rausgefahren? Ich konnte das nicht sehen, das war zu weit weg. Die Farbe war nicht zu erkennen. Das ist Camo. Alles klar, es war Camo. Der jetzt erst rausgefahren ist, gefolgt von Bullet Dude und Timmy. Und Totti fährt auch schon raus. Diesmal hier alle auf den Soft, so wie Timmy auch. Der auch auf den Soft ist. Diesmal, vorhin hat er noch die Mediums ausgewählt gehabt. Das heißt dann aber auch, wir werden jetzt mit Camo gleich auf die erste schnelle Runde gehen. Ich könnte euch natürlich den ganzen Mist von eben nochmal erzählen. Aber das mache ich nicht. Nein. Mm-mm. Einmal reicht ja, ne? Und wenn man sich das hier nochmal anguckt, dann hat man das ja dann auch gehört schon vorher. Deswegen muss ich das nicht nochmal machen. So, Game Flag 2, 3. Es wird wahrscheinlich vorbeilassen sein. Da hat wohl einer gedrängelt. Schnelle Runde und Bullet Dude ist... Oh, der Abstand soll dabei eigentlich reichen. So, Camo jetzt hier seine schnelle Runde. Und das mit dem verfrühten... Wer ist jetzt... Okay. Das war mal ein kleiner Leck. Ja, hier in der Kurve muss man übrigens auch aufpassen. Man kann da sehr schnell, sehr weit links rauskommen. Was einen die Runde gleich ungültig macht. Oder dann halt im Rennen man immer Verwarnung bekommt. Sieht sehr geschmeidig bei mir aus eigentlich alles. Ah, jetzt hier ein bisschen weit rausgekommen.
vielleicht ein bisschen Zeit gekostet. Aber für Q3 vielleicht noch nicht ganz so entscheidend. Q1, Entschuldigung. Sehr geschmeidig aus die Runde von ihm. Wie gesagt, bis auf der eine Fehler, der ihm da passiert ist, wo er ein bisschen zu weit rausgekommen ist. Ansonsten sieht die Runde sehr geschmeidig aus. Wird eine gute Zeit, denke ich mal. 1:31,9, das ist schon respektabel auf jeden Fall. Und Bulletude kommt dahinter über die mit 1:33,0. Und dann kommt, glaube ich, schon Totti. Ne, wer war denn das? Ach, der Timmy, 33,1. Totti kommt jetzt über die Linie mit einer 33,2. Pave haben wir auch noch. In der Zeit ist Tobi mit einer 33,031. Kurz vor Bullet Dude. Und Pave 1:31,18. Neuer schnellster Mann. Dann haben wir da Mercedes gerade gesehen. Das war der Black Panther mit einer 32,3. Force kommt jetzt hier noch gleich. Und der Schwarz-Gelb auch noch. Aber vor uns hier sehr langsam. Da wird wohl noch eine zweite Runde folgen. Deswegen gehen wir auf den Schwarz-Gelb, der hier auf der schnellen ist. Ist jetzt auch nicht das schnellste, aber 1:32,8 sollte eigentlich zum Weiterkommen lang. Und Marvin hat die Session verlassen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob hier wieder irgendwas. Das heißt, wir schauen mal aber weiter auf den Fonds, der jetzt hier, glaube ich, seine schnelle Runde fährt. Eben war wohl vielleicht irgendwo ein Fehler drin oder abgekürzt, dass er die Runde vielleicht abgebrochen hat. Und da ist Marvin wieder. 1:55, also es war auf jeden Fall schneller als vorhin die Zeit, die wir mal gesehen haben vom Black Panther. Bei der 1:66 war das, glaube ich, sogar. Also Fons hier recht gut unterwegs. Mal schauen, was der gleich bei rausspringt. Ja, könnte in den 1:32er Bereich rutschen. 1:32,9. Ich bin erstmal Fünfter. Und Vettel wärmt hier nochmal seine Reifen auf. Murdoch fährt er schnell. Scheint hier auf einer schnellen unterwegs zu sein. Pave hat nochmal eine zweite Runde gedreht, konnte sich aber wohl nicht verbessern. Ja, also ein paar Murdoch hier langsam. Unterwegs, heißt, wir gucken auf Vettel, der jetzt hier seine schnelle Runde beginnt. Nebenbei gucke ich gerade mal. Wird wahrscheinlich der Falkberg sein, der da als nächstes die schnelle Runde beendet. Wir sehen, der Tobi, bisher Sechster, würde weiter sein im Q2. Ich kann hier auch nicht sagen, wer hier auf jeden Fall rausfliegen wird. Also ich glaube, dass sie ihn noch rausstellen. 10 Minuten haben die Fahrer ja noch, um hier was auszurichten. Vettel hier mal eine halbe Sekunde langsamer als Force. Das ist aber nicht zu heiß, aber hier im letzten Sektor kann man auch noch mal Zeit gewinnen, wenn man es gut erwischt. Und
Scheint, als wenn Renault hier auf dem Kurs Probleme hat. Denn beide Stand jetzt, wenn die anderen schneller fahren, gefährdet, hier weiterzukommen. So, Falkberg. Wo kommt er hin? Eine 1,334. Es schiebt sich dabei zwischen die beiden. Renaults ist jetzt auch nicht unbedingt so schnell. Wir schauen mal, Papa Murdoch wird der nächste sein. Sehr langsam. 1,34,3 ist damit 12 da. Uiuiui, also da scheinen sich doch dann vielleicht ein paar abzuzeichnen hier. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, es kann natürlich sein, Fehler drin, sonstiges. Kann vielleicht noch eine Steigerung kommen. Jetzt sind sie natürlich auch auf sehr relativ alten Reifen unterwegs fürs Qualifying. Auf jeden Fall. Wir schauen jetzt erstmal, was Domi macht. Wie er jetzt auch nicht so schnell ist, wie mir scheint. Das wird wahrscheinlich auch eher so in den 1,33er Bereich gehen. Ui, das wird sogar noch schlechter. 1,34,7. Uiuiuiui. So, Marvin. Was macht der zweifache Sieger dieses Jahr hier in Russland? Ist langsam unterwegs. Viel Platz gemacht. Marvin, schön vorbeifahren. Kommt über die Nummer 1, 31,677 ist damit neuer Erster. Und damit haben wir noch zwei Fahrer übrig, die noch keine schnelle Runde gefahren sind. Der Domi scheint jetzt hier schneller zu sein als seine vorherige Zeit. Da bleiben wir mal kurz drauf. Vor ihm da ein Totti. Der jetzt auch auf seine schnelle Runde gehen will. Fährt er dann auch nochmal umgeschnallt auf Frische. Und Domi verbessert sich jetzt hier auf 1,34,324. Ist damit knapp vor Papa Murdoch. Der hier aufpassen muss, dass er da nicht dann rausfliegt. Aber er hat ja noch die Chance rauszufahren. 6,5 Minuten hat er noch. Totti ist draußen mit angefahrenen Softs. Wir warten jetzt hier noch auf Nico und Pizza Wolf. Da haben wir alle auf jeden Fall mal mit der Zeit. Und dann können wir auch endgültig mal sagen, wer zurzeit rausfliegen würde, wer da auf dem Hotseat sitzt. Und Carmoplay schreibt Marvin Pole safe. Könnte sein, ja. Ist auf jeden Fall ein starker Fahrer. Hat schon mehrfach bewiesen, dass er da vorne mit denen mithalten kann und da auch für Wirbel sorgt. Deshalb, kann gut angehen, ja. So, Nico, was bietet der uns an? Auf jeden Fall auch eine starke Zeit. Und der bietet das Ganze nochmal mit 1,31,595 und ist damit erstmal jetzt auf dem ersten. Und für Papa Murdoch wird es immer enger, der sitzt jetzt schon auf dem Hotseat und Pizza Wolf kommt jetzt erst noch. Wo der sich jetzt hier einreiht. Totti konnte sich verbessern. 1,32,9 ist damit jetzt erstmal 7. So, Pizza Wolf, wo kommt er am Ende raus? 1,33,3 ist damit 12. Schiebt den Papa Murdoch raus. Der würde zurzeit rausfliegen. Und der Domi sitzt auf dem Hotseat und Papa Murdoch ist rausgefahren. Bei noch 5 Minuten zu gehen. Spannend, was danach kommt. Ich weiß nicht, ob Schwarz-Gelb sich verbessert hat, aber der ist jetzt ab bei einer 1,32,3.
2-2-3. Ich glaube, der hat sich sogar verbessert. Ich glaube, seine vorherige Runde war schlechter. So, was macht Papa Murdoch? Der ist jetzt mit frischen Reifen rausgefahren. Und will jetzt bei 24 noch versuchen, da in die Top 15 reinzurutschen für Q2. Hat hier nochmal seine Reifen warm. Und geht hier gleich auf seine schnelle Runde. Vettel auch nochmal rausgekommen mit angefahrenen Softs. Da war die Umstellung, jetzt gibt's Vollgas pur für Murdoch. Er muss da irgendwie, ja, noch was finden. Am besten ein bisschen mehr. Vielleicht so 3, 4, 5 Zehntel, die er da finden sollte, irgendwie auf der Strecke. Um hier irgendwie unter die 1,34 zu kommen, auf eine 1,33. Das wäre ganz gut, wäre hilfreich auf jeden Fall, denn Vettel ist auf jeden Fall auch nochmal draußen. Auch wenn die Reifen alt sind, ist da auf jeden Fall eine Verbesserung möglich. Und Domi fährt jetzt auch nochmal mit alten Reifen raus. Ah. Weltrekordhalter in Russland ist der Gute. Ja, dann viel Spaß gegen ihn auf der Strecke. Ich denke, ihr werdet ihn ja noch am Ziel sehen, wenn du das schon so sagst. Na, mal schauen wir mal. Es kann vieles passieren. Auch ihm können Fehler unterlaufen. Das ist ja nur eine Runde, die er da dann wahrscheinlich schnell gefahren ist und dadurch den Weltrekord vielleicht hat. Auch die muss er erwischen. Ich glaube nicht, dass er sie beim ersten Mal gleich erwischt hat. Und wir warten einfach mal ab. Klar, Favorit ist er definitiv, genau wie Nico und Pave. Aber auch andere können da mit einer perfekten Runde mal vorne reinrutschen. So, Papa Murdoch jetzt hier gleich auf Start-Ziel und die Runde sieht schon ein wenig besser aus als seine alte 1,34,3. Und er kommt jetzt über die Linie mit einer 1,33,341. Hat sich damit fast eine Sekunde, oder hat sich eine Kunde gesteigert. Ist jetzt auf 13. Haut damit den Domi raus und den Vettel auf den Hotseat, der jetzt hier nicht schneller unterwegs ist. Der ist knapp langsamer und wir haben jetzt noch hier knapp 2 Minuten. Alle, die in der Box sind, werden wohl auch vermutlich in der Box bleiben. Falkenberg könnte nochmal rauskommen. So, bei den Vorderen verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja klar, okay, die können ihre Reifen nochmal fahren. Ist ja nicht schlimm. Schauen wir mal bei Vettel jetzt hier auf die zweite Zwischenzeit. Ist er wieder ein Thema. Also er muss woanders die Zeit verloren haben. Wahrscheinlich jetzt hier im letzten Sektor. Gespannt, ob er sich dann noch steigern kann. Steigerung müsste er eigentlich bringen. Denn ansonsten kommt Domi dann nämlich auch noch von hinten, also. Ja, aber das sieht jetzt nicht schneller aus. War es ein Tickchen schneller. Sie ist aber ungültig. Deswegen gucken wir mal, was der Domi macht. Der ist ein Tickchen langsamer hier. Und wir haben noch eine Minute, alle, die in der Box sind, werden nichts mehr machen können. Und zurzeit würde Domi hier rausfliegen. Vettel auf dem Hotseat, also Domi kann jetzt hier noch was ausrichten. Die Frage ist, macht er das jetzt? Er spart gerade, also hat er die Runde abgebrochen. Ich weiß nicht, ob er da jetzt nochmal einen Versuch starten wird. Spannend. Bleiben wir jetzt mal drauf. Ob er da nochmal den Angriff startet oder. Also er startet nochmal den Angriff. Mal gucken hier, Vettel, der ist langsamer gewesen da im ersten Sektor. Schauen wir mal, zweiter Sektor. Ob da eine Steigerung kommt. Ansonsten ist er durch. Also Session ist jetzt gleich vorbei, ja, genau jetzt. Alle, die draußen sind, können natürlich was machen. Ist irrelevant für die. Es geht hier um die beiden hier hinten, Vettel und Domi. Und jetzt habe ich gerade nicht auf die Zwischenzeit geachtet. So ein Mist.
Aber das sieht nicht gerade unbedingt schnell aus von Vettel. Nee. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Vettel ist hier auf Mozzi. Das heißt, Domi, der hier knapp an seiner Zeit dran ist im ersten Sektor, der Letzte, der hier noch was machen kann. Er kann sich noch retten und damit Vettel raushauen. Bin gespannt, ob er das kann. Also der erste Sektor war ganz knapp, ganz, ganz knapp langsamer. Wird wahrscheinlich auch im letzten Sektor viel verloren haben. Gespannt. 13. muss er mindestens finden. Mindestens. Um überhaupt eine Chance zu haben. So, hier ist er schneller. 1/10. Wie viel kann er jetzt hier noch im letzten Sektor finden? 2/10 fehlen auf jeden Fall noch. Die braucht er noch, mindestens. Um eine Chance zu haben. Wie viel hat er im letzten Sektor verloren? Wie viel kann er jetzt hier rausholen? Wie viel? Was wird es am Ende? Es wird eine 1. 33, 9, 8, 5. Er schafft es. Er schafft es gerade so. Kommt als 15er weiter. Haut den Vettel da im Renault raus. Puh, einmal durchatmen für den Domi. Hat es hier noch mit 4 Runden alten Softs in Q2 geschafft. Wer hätte es gedacht, hat da knapp 4/10 rausgeholt. Noch auf der Runde. Hat wohl das meiste im letzten Sektor verloren. Und somit wird der Vettel hier leider von außen zuschauen müssen. Darf sich hier Q2, Q3 angucken von außen. Und ja, Domi schafft es noch unter die Top 15, ist somit dabei im Q2. Und schauen wir mal, was uns da erwartet. Was die Wahl der Qual der Reifen ist. Soft oder Mediums? Bin gespannt, wer da welche Reifen wählt für welche Taktik. Und wir sehen vorne Nico, Marvin, das ist eng. 81 Hundertstel ist nicht viel. Aber hinten raus, die Abstände ist natürlich dann doch schon vom ersten bis zu den letzten beiden hier, die hier gerade noch gekämpft haben, ums Weiterkommen. Und das 2,3 Sekunden, das ist schon eine Menge, auch zu Falkberg 1,8. Also nur die ersten 6 sind hier innerhalb einer Sekunde Abstand, also das Russland ist schon nicht unbedingt eine Strecke, die einfach zu fahren ist. Und wir sind jetzt in Q2, bin gespannt auf die Reifen. Und da sehen wir schon die ersten, die hier auf die Mediums wechseln. So will ich das sehen, Jungs. Aber ich hoffe natürlich, wie gesagt, so ein gemischtes Ding ist natürlich auch mal geil, so Medium Soft, weil, wie gesagt, ich bin halt auch immer so ein Freund davon, von unterschiedlichen Strategien, weil je nach Pace, zum Beispiel ein Marvin könnte hier locker eine 2-Stop fahren und würde, glaube ich, genauso schnell sein wie alle anderen mit einem Stop nur so, ja, also ja gut, Pave, Nico vielleicht ausgenommen, die müssten es vielleicht auch machen. Aber selbst wenn nicht, glaube ich sogar, dass er damit einfach so eine Pace hat, auf diesen schnellen Reifen dann auch, dass er hier den die locker wieder einholen könnte. Also, dass er im Endeffekt auf dieselbe Zeit kommt, wenn nicht sogar dann auch das Ding auch hier gewinnt. Weil, wie gesagt, zweimal mit den Soft zu fahren ist halt schon schnell. Und wir sehen auch, die meisten hier haben die Mediums aufgeschnallt. Bullet Dude hier auch schon mit den Mediums draußen. Also ich denke mal, die meisten werden jetzt erstmal Medium-Versuch starten. Gucken, wie es dann aussieht. Und hinten wird dann wahrscheinlich gewechselt auf die Softs, um da noch reinzurutschen. Mustang Beste. Ich weiß nicht, ob du kurz raus und reinjoinen kannst. In der Lobby, da müsstest du denn mal im Dings fragen. Discord nachfragen, ob du das darfst. Also ich kann dir das nicht sagen, ob du das darfst. Wenn es um den Stream geht, dann einfach neu laden, so. Aber jetzt, ob du jetzt hier im Dings da, das kann ich dir nicht sagen. So, und Tobi und Falkberg hier auf den Softs draußen, das ist interessant. Und
Herr Vettel schreibt, keine Runde zusammenbekommen. Viel Erfolg weiter in den anderen. Einfach enttäuschen. Renault sollte mich schmeißen. Ja, gut. Passiert halt mal. Mein Gott. Shit happens. Mund abwischen, weitermachen. Das Rennen kommt gleich. Von 16 kann man immer noch in die Punkte fahren. So, Bulletude. Schnelle Runde. Und ich kann mich schon mal ein bisschen an diesen Ausblick gewöhnen. Ich fahre den zukünftig auch. Nicht hier, aber woanders. Mit schönem Auto. So, Timmy WW wieder beigetreten. Also, einige haben hier wohl irgendwie Probleme. Und Tobi wieder in die Box gefahren. Und schön, dass die Sektorzeit verschwindet. Es war irgendwas mit 33 irgendwas. So, Vettel hat die Session verlassen. Auch schön. Und da kommt ein Querstell von Bulletude. Das war die Runde. Die kann er vergessen. Also entweder setzt jetzt nochmal neu an, was natürlich auf die Reifen geht. Oder aber... ja. Er muss halt das alles jetzt umwerfen, was er geplant hat. Und jetzt sofort schon auf die Softs gehen. Ist natürlich ärgerlich, wenn einem sowas dann passiert. Dass man nicht mal hätte gucken können, wie das mit den Mediums gewesen wäre. Man damit vielleicht sogar schon weitergekommen wäre. So, Camo ist hier aber auch noch sehr langsam unterwegs. Deshalb schauen wir mal, was der Totti macht. Der ist im ersten Sektor. Fonds erster Sektor. Papa Murdoch zweiter Sektor. Pave zweiter Sektor. Da ist Papa Murdoch einen Tick weit vor Pave. Dann schauen wir natürlich auf die beiden hier gerade mal. Schau mal, das ist eine 166, das ist nicht so schlecht von Papa Murdoch. Schauen wir mal, was er denn rausspringt. Also Zwischenzeit da jetzt Sektor 2 zu 3 war jetzt nicht so schlecht. Und Camo jetzt mit einer 1.48.363, ist natürlich klar. Aber der war recht langsam unterwegs, das wird auf jeden Fall gleich unterboten werden hier vom Papa Murdoch. Und dann vielleicht sogar schon von Pave, so Papa Murdoch 1.34.5, das ist nicht schlecht. Und Pave 1.33.2, dahinter kommt noch ein Sauber, das ist der Falkberg mit den Softs mit 1.34.0. Jetzt müssen wir mal schauen, der Fonds war glaube ich jetzt hier gerade noch schnell unterwegs, so Vettel wieder beigetreten. Also Fonds ja auch mit einer langsamen Runde, das wird auch nochmal eine Aufwärmrunde. Black Panther, zweiter Sektor. Domi, zweiter Sektor, geht jetzt hier in den dritten über. Aber der Bulletude, den haben wir noch. Der hier mit seinem zweiten Anlauf wohl das Ganze nochmal versuchen wird. Aber Fonds seine Runde war auch ungültig. Bulletude seine Runde war auch ungültig vorhin. Gar nicht mitbekommen. So, Schwarz-Gelb jetzt mit 1.33.787. Das setzt sich dann erstmal auf den zweiten. Und Bulletude 1.34.4 ist damit erstmal fünfter. Aber wie gesagt, da werden noch ein paar kommen. So, Fonds erster Sektor. Black Panther dritter Sektor. Vor ihm war dann Red Bull. Black Panther erst 1.33.1 ist damit neuer schnellster Mann hier. Kurz vor Pave. Pave hier im Mercedes-Sandwich. Heute alleine im Ferrari unterwegs. So, Marvin im zweiten Sektor, Timmy im ersten, Fons im zweiten. Fons ein Tick weit vor seinem Teamkollegen. Ich muss auch gerade mal ein bisschen durchgucken. So, Camo wahrscheinlich, ne, konnte sich immer noch nicht verbessern. Hier gibt es jetzt gerade irgendwie eine gelbe Flagge. Und Fons da mit dem Verbremser. Vor ihm da der Ferrari von Pave. Tobi fährt auch noch auf eine Runde, da muss ich natürlich auch mal ein Auge drauf haben. Kommt hier glaube ich sogar noch vor. Für die Linie, nee. So, Fons jetzt mit 1.33.7 ist damit erstmal Dritter. So, was macht sein Teamkollege 1.33.0? Holt sich damit in die neue schnellste Runde. Zurzeit hier. So, Tobi ist schon im dritten Sektor.
Vor ihm dürfte Timmy sein. Ja, da ist Timmy. Knapp vor ihm da. Schauen wir mal, was die beiden hier machen. Ja, Timmy, seine Zeit wird suboptimal, glaube ich. 1,34. Ne, 1,33,9 noch. Und Tobi noch eine 1,33,6. Nicht schlecht von den beiden hier. Timmy, Achter. Ja, ist eng. Bullet Dude zurzeit auf dem heißen Stuhl. Aber wir haben hier noch den Camo draußen, der jetzt hier viel schneller unterwegs ist. Aber auch dann schon die dritte Runde auf den Mediums hat. Das ist suboptimal. Also das will man eigentlich gar nicht. Klar, auch der Fons hat hier zwei Runden benutzt, um. Und die ist ungültig von Camo. Das ist natürlich bitter. So eine schöne Zeit. Hätte hier die neue schnellste Zeit sein können. Aber sie ist ungültig. Bitter, bitter. So, Pizza Wolf hier auf der Outlap noch unterwegs. Ich denke, jetzt alle werden jetzt auch nach und nach in die Box fahren. Auch der Camo. Der muss leider in den sauren Apfel beißen und hier die Softs auspacken. Und wir haben noch 6 Minuten 45. Wenn wir den Pizzawolf begleiten aus seiner Outlap, die gleich zur schnellen Runde führt. Aber auch hier sieht man die beiden, die drei vorne da, Marvin, Black Panther, Pave. Zurzeit. Mit einer etwas größeren Lücke dann zu Tobi. Und Fons und Schwarz-Gelb. Aber da werden wir auch gleich den Nico wahrscheinlich noch sehen. Irgendwo dazwischen, definitiv. Gehe ich stark von aus. Wenn er nicht sogar hier die 1,32 hinklatscht. Wenn Pizzawolf jetzt hier gleich auf seine schnelle Runde geht. Alle nach und nach reinfahren. Falkberg fährt jetzt nochmal mit Mediums raus. Ach, der ist wohl mit Softs gefahren, stimmt. War der Einzige, der mit Softs gefahren ist. So war das. Geht jetzt hier nochmal mit Mediums raus. Bin gespannt, ob er sich da steigern kann. Zeit, wie gesagt, Bullet Dude mit 1,34,476 da auf dem Hot Seat. Was sich aber nach den dreien vielleicht schon wieder ändern könnte. Ja, Timmy fährt da auch noch. Konnte sich aber bisher nicht steigern. Schauen wir mal, wo uns hier der Pizzawolf hinführt mit seiner Zeit. Ah, da ist er ein bisschen weit rausgekommen. Aber sie scheint noch gültig zu sein. Bullet Dude fährt jetzt nochmal auf seinen zwei Runden alten Mediums raus. Ach Leute, ich verstehe mal so euch nicht. Also dann fahrt doch gleich mit den Softs raus. Damit werdet ihr nicht unbedingt eine Steigerung erzwingen hier. Nicht mehr in dem Teil. So, Pizzawolf, das wird jetzt auch nicht so eine krass schnelle Runde. Also die wird sich auch wahrscheinlich irgendwo dabei ins 34 einreihen. 1,34,7 ist damit 12. Nico ist da knapp vor seinem Teamkollegen, ja. Ganz knapp vor Domi. Ziehen sich da wahrscheinlich. Oder der Nico zieht den Domi mit. Der Nico jetzt hier auch nicht so schnell unterwegs. Was ich eigentlich gedacht habe. Na, schauen wir mal. Vielleicht macht er es wie Fons eine zweite Runde dann ranhängen. Ja, so schnell ist es nicht, was Domi und Nico hier machen. Ah, ungültig von Nico, ungültig von Domi. Eieiei, Haas hier mit Problem. Bei noch 3 Minuten 15 zu gehen. Zeit, Bullet Dude immer noch auf dem Hot Seat und Papa Murdoch jetzt hier mit den Softs rausgefahren. Und Bullet Dude. Besten Sektor hier. Schauen
Schauen wir mal, ob er da eine Steigerung hat oder ob er schon zurückhängt. Der hängt da schon zurück. Ah, es wird schwierig über den Rest der Runde. Wir beobachten das einfach weiter, bleiben aber jetzt hier auf Nico, weil wie gesagt, die beiden hier im Haas haben noch keine Zeit. Und dann wird auch erst der Kampf um Top 10 erst richtig spannend. So, Fons hat schon mal umgeschnallt auf die Softs. Ist sich dann nicht sicher, dass es reicht mit der 33.7 auf dem 5. zurzeit. Ja, wie gesagt, Nico Domi kommen jetzt noch. Muss er natürlich auch gucken, wo die sich jetzt einreihen. 2 Minuten 25 haben wir noch. Lange kann er mehr warten. Und Sick ist wieder am Start. Machen wir mal Grüße gehen raus. Schreibt Nico. Ja, Nico hat hier gerade ein bisschen Probleme gehabt. Aber ich denke, jetzt wird hier eine Zeit hingeklatscht von Nico. Ich denke auch, dass er hier die 1.32 knackt mit den Mediums. Somit wahrscheinlich auch die neue schnellste Runde hier hin ballert. Und wir haben jetzt noch 1.55. Und da kommt die 1.33.005. Das sind 2.000stel. Vor Marvin, Entschuldigung. Und Domi mit einer 1.35.1 ist 14. Ja, das ist. Jetzt sieht man hier bei 1.30 noch. Der Fons, der bleibt drinne. Timmy in der Box. Falkbeck hier auf dem Hot Seat. Konnte hier nicht schneller fahren. So, Camo kommt jetzt hier nochmal mit seinen alten Reifen raus. Eieiei, Camo. Du zerstörst dir doch dein Rennen nur selber. Deine Reifen sind doch dann richtig gebraucht fürs Rennen. Nimm noch die Softs. Wenn du unbedingt weiterkommen möchtest. Eieiei, ich verstehe das nicht. So, Minute haben wir noch. Alle, die draußen sind, können auf jeden Fall noch was machen. Und Camo jetzt mit 1.32.8 setzt sich damit 4 Runden alten Mediums, die natürlich noch Out- und Inlaps drin haben, auf P1. Ob das jetzt so geil war, ich weiß nicht. Die Reifen werden ziemlich durch sein. So, Falkberg ist raus. Das heißt, einer steht auf jeden Fall schon mal fest. Timmy jetzt hier auf dem Hot Seat und da hat sich's gerade geändert, weil Papa Murdoch hier mit einer 1.33.3 in die Top 10 gefahren ist mit den Softs. Fons kann nichts mehr machen, der ist 8er. Uiuiuiui. Das wird jetzt natürlich eng für ihn. Schwarz-Gelb fährt nochmal mit den Mediums. Ist jetzt auf seiner schnellen Runde. Der Bullet Dude kommt jetzt hier, könnte vielleicht nochmal ansetzen. Domi geht jetzt in die Box, ist raus. Pizzawolf ist noch draußen, könnte es vielleicht schaffen. Timmy ist draußen, schafft es wohl nicht. Jetzt bin ich gespannt. So, Schwarz-Gelb ist auf jeden Fall nochmal über die Linie. Kann jetzt hier nochmal seine schnelle Runde fahren. Muss jetzt natürlich gucken. Ist jetzt hier auf der Outlap, keine Ahnung, was das soll. Und alle anderen wurden abgewunken. Das heißt, es steht fest. Alle anderen wurden abgewunken. Keiner kann mehr eine schnelle Runde fahren. Das heißt, es steht fest. Timmy, Falkberg, Bullet Dude, Pizzawolf und Domi sind raus. Und somit muss ich gerade auch mal kurz gucken, was die besten Runden hier sind. Ist Papa Murdoch der Einzige, der mit den Softs in den Top 10 startet. Der Rest mit Mediums. Und wie gesagt, Camo wird da mit ganz schön alten Reifen an den Start gehen. Ja, war zu lange in der Kluft, der Nico. Wird hier gerade geschrieben im Chat. Ja, gut. Kann man so sehen. Also scheint. So, der Totti ist hier auf dem Hotseat weitergekommen. Und Schwarz-Gelb und Fons mussten auch nochmal ein bisschen zittern. Also, ich glaube, die konnten auch froh sein, dass abgewunken wurde. Oder so ein bisschen durchatmen, als abgewunken wurde. Dass die meisten halt abgewunken wurden. So, jetzt haben wir es. Und das heißt. Camo Plays, die Reifen, ja. Viel Spaß mit den Reifen. Die dürften gut Runden drauf haben. Nicht nur die 4 Runden, die du gebraucht hast, um deine Zeit zu setzen. Nein, auch die Out- und In-Laps, die du hast, sind da auch mit drauf. Deshalb viel Spaß im Rennen. Aber dafür jetzt mit so alten Soft- oder Medium-Star starten. Uiuiui, ich weiß nicht, Camo, ob das jetzt so der geilste Plan war, den du da hattest.
Nichtsdestotrotz, wir haben 10 Fahrer, die sich jetzt hier gleich um die Pole schreiben. Das ist der Camo, Nico, Marvin, Black Panther, Pave, Papa Murdoch, Tobi, Fons, Schwarz-Gelb und Totti. Raus sind leider Timmy, Falkberg, Bullet Dude, Pizza Wolf und Domi. Ja, 3 dumme, ungültige Runden, Camo, ja. Aber wie gesagt, war es das wert, jetzt da mit so alten Reifen jetzt gleich an den Start zu gehen? Ich weiß halt nicht. Also ich persönlich würde es nicht machen. Also entweder würde ich mich dann für die Softs entscheiden und dann einfach mit den Softs meine Zeit fahren. Oder es einfach sein lassen, weil so alte Reifen da jetzt... Also du wirst auf jeden Fall am Anfang, glaube ich, nicht unbedingt gute Chancen haben gegen die, die dann wahrscheinlich hinter dir fahren. Wer auch immer das dann sein wird. Und ich denke... Die Reifen gucken uns natürlich trotzdem an, weil wir wissen wollen, ob nochmal auf Frische geschnallt wird oder nicht. 12 Minuten haben wir natürlich hier im letzten Q3 hier. Qualifying Dry. Gespannt, wer jetzt erst rausfährt. Und wir sehen wieder, der Black Panther macht sich da breit. Aber auch da vorne war wieder irgendwas. Ist der Camo. Der Camo. Eben noch hier im Chat. Jetzt schon wieder am Steuer. Unglaublicher Mann. Gucken, ob er heute wieder für eine Überraschung sorgen kann. Ich denke, denn auch er hat das Potenzial dazu, für Überraschung zu sorgen. Also man kann jetzt mittlerweile beim 4. Rennen jetzt ja eigentlich schon sagen, es gibt halt so 3 Fahrer, von denen man es eigentlich erwartet. Und das ist halt Nico, Pave und der Marvin. Also das muss man leider einfach mal jetzt so sagen. Es ist halt einfach Fakt. Von den 3 erwartet man es einfach. Denn die legen hier meistens Runden hin und eine Pace hin, die ja sind nicht von schlechten Eltern. Und aber wie gesagt, es kann immer für Überraschung Schwarz-Gelb im ersten Rennen, wenn wir an Kanada denken, wo er da sich fast die Pole geholt hätte, war nur ganz knapp hinter Marvin und Pave da. Nico. Ah. Ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall, da hat er auf jeden Fall den 3. Platz sich geholt im Qualifying. Hätte man jetzt so nicht erwartet. Wie gesagt, er war da ganz knapp dran, vorne, zur Pole. Und deshalb, wie gesagt, Camo jetzt auch, hat auch schon das eine oder andere Mal hier richtig gutes Qualifying. Ist da vorne gut weit reingerutscht. Deshalb bin ich mal gespannt. Was hier heute in Russland so geht. Und Camo wird hier die erste schöne Runde fahren. Wie ich glaube eben auch. Oder war das ein Teamkollege? Nein, das ist nett. Auf jeden Fall sind alle jetzt mittlerweile auf der Strecke bei 9 Minuten 15 noch zu gehen. Wir schauen mal. Ah, da muss er ein bisschen nachjustieren, so schien es mir mit dem Gas. Er glaube ein Tickchen zu früh wollte er da Gas geben. Ist hier kurz wieder runter. Ah, ich glaube, das geht auch schneller. Hat er einen Fehler drin gehabt? Hat er die Runde abgebrochen? Die Runde hat er abgebrochen. Das heißt hier, der Totti wird der nächste sein. Der vielleicht gerade in der gültigen Runde unterwegs ist. Ja, schnell wird es aber nicht. 1,63. Also wir haben schon schneller gesehen. 1,55. Nichtsdestotrotz wird Totti hier wohl die erste Zeit setzen. Hier ist der gültige Zeit auch. Da kam schon der Papa Mörder um die Ecke geflitzt da. Der Totti 1,34,0 ist nicht gültig. Papa Murdoch 1,33,5, die ist gültig. Jetzt müssen wir mal schauen. Pave im zweiten.
Tobi, zweiter, Black Panther 1,32,566. Neuer schnellster Mann, France. Marvin jetzt hier auch im letzten Sektor. Jetzt bleiben wir mal kurz auf Marvin drauf. Spannend, was der hier als erstes hinzaubert. Nico 1,47,2, ja. So, Marvin 1,31,396. Fällt sogar die 1,30 heute? Ich weiß es nicht. So, Pave jetzt hier. Kommt jetzt hier auch gleich über die Linie. In der 1,31,454. Knapp hinter Marvin auf P2. So, Tobi fährt wieder an die Box. Fonds auch an der Box. Schwarz-Gelb kommt jetzt hier. Noch. Auf einer schönen Runde an der 1,32,0 ist damit erstmal Dritter vor seinem Teamkollegen dann eine halbe Sekunde. So, Camo jetzt hier, zweiter Sektor. Da macht gerade der Papa Murdoch Platz. 1,46 von Camo. Boah, das könnte was werden. Jetzt hier noch 6,5 Minuten circa. Könnte auf jeden Fall nochmal in die Box neue frische Reifen und noch eine Runde fahren. Das ist drin. Gespannt, was er jetzt erstmal hier macht. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wer ist da jetzt. Der Totti, 1,32,3, ist damit erstmal Vierter. Und Camo kommt jetzt über die Nummer 1,31,374. Ist damit neuer schnellster Mann. 22 Hundertstel da vor Marvin. Ganz knapp. So, Nico. Zweite Runde hier auf den Softs. Was gibt er uns hier? Eine 1,31,46. 486 ist damit Vierter, ganz knapp hinter Pave. Ja, das ist eng da vorne, auf jeden Fall. Mal schauen, was hier der Tobi und der Fons denn noch machen können. Die anderen, die dann eventuell nochmal mit frischen Reifen rauskommen. Ich denke, Totti wird hier langsam unterwegs sein. Schwarz-Gelb ist es. Pave auch. Totti. Wir hier wohl gerade nochmal angreifen oder was? Schauen wir mal auf die Zwischenzeit hier. In Sektor 2, 3. Na, das wird aber nicht reichen, um da ganz vorne anzugreifen. 1,5 Sekunden schon langsamer. Und Tobi ist rausgekommen. Tobi ist rausgekommen. Camo jetzt hier auf P1. Aber wie gesagt, der wird es schwer haben, da von P1 auch mit den Reifen, die er da aus Q2 hat, da richtig gegenzuhalten dann. Vielleicht am Start, ja, klar. Aber dann in den folgenden Runden wird es halt schon schwieriger, denn wie gesagt, mit jeder Runde seine Reifen sind halt abgenutzter und verlieren halt eher den Grip wahrscheinlich als die von den anderen. Und mittlerweile sind fast alle an der Box. Marvin hat schon mal umgeschnallt, will auf jeden Fall auch nochmal rausfahren. Da will die Pole hier natürlich haben. So, kam er jetzt auch an der Box. Die Black Panther fehlen noch. Black Panther ist nochmal eine Runde gefahren, hat eine 1,31,893 gemacht. Damit erstmal Fünfter vor seinem Teamkollegen, der in der Box ist. So, Red Bull hier mit Tobi. Und geht jetzt auf die schnelle Runde. So, Marvin fährt jetzt auch raus. 4 Minuten 20 haben wir circa noch. 4 Minuten 15. Und Marvin ist raus. Das heißt, falls die erste Runde nicht klappt, hat er auf jeden Fall immer noch einen Versuch. Was macht Tobi? Black Panther wird wahrscheinlich gleich in die Box kommen. Wir schauen auf Tobi. Mal gucken, die erste Zwischenzeit hier, Sektor 1. Ist okay. Schauen wir dann natürlich auch gleich, was die Sektor 2 Zeit sagt. Ich muss gerade mal irgendwie niesen. Wenn ihr mich gleich mal einmal nicht hört, dann kann das daran sein, dass ich gerade niesen muss. So, jetzt ist er raus. Und wir haben auch Totti, der rausfährt. Und Tobi mit einer 1,52 als Zwischenzeit. Ja. Also für eine Topzeit wird es wohl nicht reichen. Eine neue schnellste Runde. Aber er könnte sich da vorne irgendwo reinmogeln.
Wenn er jetzt hier den letzten Sektor noch gut erwischt. Wo bleibt die Uhr stehen? 1:32:1 ist damit siebter. Ja. Und Marvin da gerade abgekürzt. Marvin kürzt da gerade überall ab. okay. Ja, gut. Der Teamkollege ist auf jeden Fall auch raus, der Fonds. Der ist rausgefahren. 2 Minuten haben wir noch. Das heißt, die meisten haben jetzt hier noch umgeschnallt, werden jetzt noch mal rausfahren. Und Totti jetzt auf seiner schnellen Runde, deswegen gehen wir da jetzt mal rauf. Kam auch noch mal rausgefahren auf frischen Softs, genauso wie Nico. Pave wird noch nicht angezeigt. Also es geht jetzt hier gleich noch mal heiß her. Das heißt, ich weiß gleich schon wieder nicht, auf wen ich schalten soll. Natürlich versuche ich auch noch den Faust einzufangen, der hat noch gar keine Zeit. Nebenbei gucken wir natürlich, wer da vorne die Top-Zeiten fährt. Also 5 Fahrer in dem 1:31er Bereich auf jeden Fall. Mal schauen, ob wir die 1:30 heute noch sehen. So, Marvin wieder in die Box gefahren. Ui. Ui. Was ist denn da los? Das heißt, Marvin wird nichts mehr machen können. Marvin ist raus im Kampf um die Pole. Uiuiui. Das ist schon ein Ding. Totti kommt jetzt hier aus seiner schnellen Runde. Ah, die ist 1,9 Sekunden langsamer sogar wieder als seine schnellste. Also gehen wir auf den Fonds, der hier seinen letzten Versuch hat. 40 Sekunden haben wir nämlich nur noch. Und genau wie Marvin können auch Tobi und Murdoch nichts mehr machen. Und wir schauen jetzt, wie gesagt, hier, was der Fonds macht, der Teamkollege von Marvin. Das ist jetzt ein bisschen bitter für den McLaren-Fahrer Marvin. Was auch immer da los war, ob es da irgendwie einen technischen Defekt oder sonstiges gab. Vielleicht ging das ERS auch nicht. DRS auch nicht. Weshalb er sich gesagt hat, dann lohnt es sich auch gar nicht, die schnelle Runde zu fahren. Ich werde damit eh nicht schneller. Dann muss man das leider einsehen. Und wir sehen den Fonds hier langsam. Das heißt, der wird auch nichts mehr machen. Schauen wir mal Camo. Ist er schneller unterwegs? Ah, ein Tickchen langsamer. Pave kommt jetzt erst. Nico ist hier schon jetzt gleich. Gibt uns die Zwischenzeit. Er ist ein Tick schneller. Das wird jetzt interessant. So, was macht Pave? Pave ist auch schneller. Und da hat sich der Camo gedreht. Ei, da hat sich der Camo gedreht. Das ist natürlich... Uiuiuiui. Ungünstige Stelle natürlich auch. Ah, das heißt, der Camo kann auf jeden Fall seine Runde nicht mehr verbessern. Bitter für ihn. So, Nico. Schneller. Pave. Auch schneller. Pave ist hier auf Bestzeitkurs. Selbst wenn Nico jetzt hier eine Verbesserung raushaut, Pave war da nochmal schneller unterwegs. Was macht Nico hier? Kann er jetzt sich erstmal die Pole holen, bis Pave kommt? Er kann sich die Pole holen mit 1:31:3:2:4. Und jetzt kommt hier noch Pave, der Mann im Ferrari, der Weltmeister letzte Saison. War hier nochmal schneller auch als Nico unterwegs. Wo bleibt Jo stehen? 1:31:1:9:2 und holt sich damit die Pole. Pave holt sich die Pole hier wieder in einem sagenhaften Finish im Qualifying hier, Q3. Unglaublich, ist er nochmal knapp 2 Zehntel, ja, 1,3 Zehntel schneller als Nico. Wer weiß, was hätte Camo hier ausrichten können? Wer weiß, was hätte Marvin ausrichten können? Black Panther ist auch nochmal dichter gekommen, 1:31:4. Ist damit auf 5. Sein Teamkollege ist auch nochmal näher gekommen. 1:31:6 ist damit auf dem 6. Platz, der Schwarz-Gelb. Totti auf 7. Tobi startet auf 8. Papa Murdoch auf 9. Fonz konnte leider keine Zeit setzen. Auf 10. Hatte da wohl einen Fehler drin. Deshalb
musste er die Runde wohl abbrechen und ja. Und 21.25 Uhr ist Rennstart, das heißt, ich schaff's gerade mal pissen zu gehen. Finde ich mega nice. Also heißt, ich gehe schnell pickeln und bin gleich wieder da. So, ich bin auch schon wieder, wie gesagt, ich habe kann leider keine rauchen. Siebenundzwanzig ist jetzt Start, also noch 4 Minuten. Ich versuche eine zu rauchen zu gehen, Jungs. Wenn ihr die Einführungsrunde nämlich seht, seid mir nicht böse, aber ich gebe Gas, ja. Also ich ziehe sie richtig weg hier und ich beeile mich.
So, 27, die ersten drücken schon, ich bin da. Let's go. Man muss ja mal kurz ein Stück trinken. So, jetzt sehen wir auch das Fahrerfeld mit Pave, der hier vom Pol startet. Und wir schalten mal kurz hier auf die Reifen und schauen mal, was die hinteren Fahrer so gewählt haben. Ab Timmy durften sie frei wählen. Timmy auf Mediums, Falkenberg Mediums, Bullet Dude Mediums, Pizzawolf Mediums, dahinter Domi Vettel auf den Softs. Und wir gehen mal die Startaufstellung, wie gesagt, durch Pave hier von der Pol, gefolgt von Nico. Dann kommt der Camo, dahinter der Marvin. Dann die beiden Mercedes-Fahrer, Black Panther und Schwarz-Gelb. Dahinter ein Renault mit Totti. Dahinter der Debütant Tobi mit dem Red Bull auf der 8. Dahinter der kleine Bruder Papa Murdoch und Toro Rosso auf der 9. Fons hier auf der 10. Konnte keine Zeit setzen im Q3. Wäre sonst wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne gelandet. Muss jetzt hier aber von 10 ins Rennen gehen. Timmy hier auf 11. Im Toro Rosso, Falkenberg, der leider in Q2 dann ausgeschieden ist, durch einen Fehler wahrscheinlich, auf der 12 im Alfa Romeo. Bullet Dude im Force India auf der 13, Pizza Wolf im zweiten Red Bull auf der 14. Domi im zweiten Haas auf der 15 hier und Vettel ganz hinten von der 16 im Renault geht hier an den Start. Und die Fahrer haben gleich die Einführungsrunde beendet. Und dann geht's auch schon los hier mit dem großen Preis von Russland. Also ab jetzt nimmt, glaube ich, die KI, wenn ich mich nicht täusche. Und ich bin gespannt, wie auch hier der Start verlaufen wird. Es ist eine langgezogene Gerade hier, mit einem leichten Rechtsknick. Bis zur ersten Kurve dauert es ein wenig, also man ist da schon gut auf Speed. Da bin ich gespannt, wie die Jungs hier auch dann runterbremsen. Ganz hinten kommt jetzt der Renault von Vettel um die Ecke. Und reiht sich hier als letztes ein. Und wir sehen das Ganze von hinten, nein, doch von vorne. Sehr schön. So, und der große Preis von Russland, der startet genau jetzt. Und es geht pünktlich mal los hier. Man hat das auch schon mit Verzögerung gesehen. Nico kommt da richtig gut weg. Und Camo kommt da auch richtig gut weg. Und da hinten sehen wir schon ein breit gefächertes Feld. Camo kann sich hier außen, versucht er sich. Und nein, aber Black Panther kommt da auch sehr gut weg. Kann sich schon auf 4 vorarbeiten. So, Camo jetzt hier gegen Nico. Auf der Innenbahn konnte sich vorbeischleichen da. Ist jetzt auf der Innenbahn vorbei auf P2 gefahren hier. Und hinten haben wir natürlich auch einige Veränderungen. Wir müssen das gleich mal durchgehen, wenn sich das hier vielleicht ein wenig beruhigt hat. Und Timmy hat da sehr viele Plätze verloren. Da gab es einen Dreher von Pizzawolf. Zum Glück kein Flügelschaden. Timmy hier schon mit dem Flügelschaden, deshalb wahrscheinlich so weit zurückgefallen. Totti hier auch ein bisschen zurückgefallen. Der hat auch schon Flügelschaden. Nee, hat er nicht. Muss jetzt hier auch den Platz an Tobi abgeben. Nee, Falkenberg konnte sich auch ein bisschen vorbeigen. Force ist schon auf 7 gefahren. Marvin musste den Platz abgeben. Nico musste den Platz abgeben. Und hier hinten Falkberg in diesem Gewühl hier mit drinne. Vettel konnte sich auch schon auf 11 vorarbeiten. Eieiei, einiges los hier. Vettel hat schon 6 Plätze gut gemacht hier. Nach dem Start. Ist jetzt schon auf P10. Stark von ihm auf jeden Fall der Start hier. Oh, ich muss jetzt hier aufpassen. Wäre fast den Tobi hinten drauf gefahren. Bleibt natürlich mal hier kurz hinten drauf. Denn hier ist das auch gerade sehr spannend, wie überall eigentlich gerade. Und wir könnten einmal kurz die Reihenfolge durchgehen, während Papa Murdoch da 2 Plätze verloren hat, oder einen Platz besser gesagt, an Falkberg. Muss jetzt hier aufpassen, Falkberg kommt da sehr weit raus, muss den Platz wieder abgeben. Jetzt muss Falkberg aufpassen, da kommt Domi noch. Und dahinter kommt schon der Bullet Dude. Also Reihenfolge ist gerade Pave auf 1, Camo 2, Nico 3, Black Panther 4, Marvin 5, Schwarz-Gelb 6, Fons 7, Totti 8, Tobi 9, Vettel 10, Murdoch 11, Domi 12, Falkberg 13. Der muss sich jetzt hier gerade verteidigen gegen Bullet Dude, der auf 14 ist, Timmy auf 15 und Pizza Wolf gerade abgeschlagen auf dem letzten, der hier wahrscheinlich
nicht in die Box gefahren ist. Okay. Und jetzt haben wir einen Dreher, glaube ich, von Falkberg. Dreher von Falkberg mit Flügelschaden. Und ui, da muss der Pizzawolf ausweichen. Das hat der Falkberg jetzt nicht gerade unbedingt gut gemacht, was er da veranstaltet hat nach seinem Dreher. Und wir gehen jetzt aber wieder auf spannendere Duelle, denn bisher hat sich das schon gezogen. Es gibt eine Lücke hier von den ersten 5 zu Schwarz-Gelb, der da knapp eine Sekunde weg ist. Kann das irgendwie gerade noch so halten, aber... Ja, muss halt aufpassen. Und Nico jetzt hier gegen Camo. Gleich wird das DRS auch freigegeben. Dann wird es noch spannender hier zwischen den beiden. Da muss Camo noch mehr fighten, verliert. Beide verlieren natürlich jetzt auch ein bisschen Zeit da auf Pave, der das Ganze jetzt gut ausnutzt. Diesen Kampf hier. Kann sich da jetzt rausarbeiten aus dem DS-Fenster, das jetzt gleich geöffnet wird. Und hier die ersten, die sind alle so dicht beieinander. Da kann jederzeit irgendwas passieren. Jetzt vor allem, wenn das DS freigegeben ist. Hier zum Glück für Camo, vielleicht noch nicht, aber dann gleich in der zweiten Zone. Und Marvin. Hier neben Black Panther kommt mit mehr Topspeed da angeflogen und ist erstmal vorbei an Black Panther, auch wenn er sich da wahrscheinlich eine Verwarnung eingehandelt hat. Und Falkberg jetzt an der Box. Domi muss den Platz abgeben an Bullet Dude. Kam da wahrscheinlich schlechter rum. Hier hinten haben wir Tobi noch ganz dicht hinter Totti. Und Tobi jetzt in der Zeitstrafe, schon nach 3 Runden. Das ist schon krass. Und wir gehen hier vorne wieder Nico, Camo, Marvin, Black Panther. Die geben sich's hier und Pave, ja, kommt Stück für Stück da weg. Und Falkberg, der Erste, der hier an der Box war, geht jetzt auf die Harten. Versucht damit jetzt, er könnte rein theoretisch durchfahren, versucht natürlich jetzt so lange wie möglich draußen zu bleiben, um vielleicht zum Schluss nochmal auf die Soften zu gehen. Und hier gehen jetzt die Flügel auf. Für... Nico gegen Camo, er drängelt sich dahin rein, schafft es aber nicht. Camo bleibt erstmal vorne, jetzt ist Nico natürlich wieder auf der Innenbahn. Muss Nico aufpassen da. Ist aber vorbei an Camo. Da konnte man leider nicht so gut sehen, aber war ein gutes Manöver eigentlich. Da innen versucht er da an Camo vorbei. So, jetzt kommen natürlich hier Black Panther und Marvin noch angeflogen. Aber jetzt kann Camo wiederum den Flügel aufmachen und Nico nicht. Wir haben schon 2 Sekunden hier Abstand auf Pave, der das Ganze richtig gut ausnutzt. Jetzt haben wir hier Marvin gegen Camo gegen Nico. Und dahinter kommt noch Black Panther. Aber ziehen beide zurück. Und jetzt kam hier Marvin ein bisschen besser raus. Und hinten haben wir Tobi gegen Vettel. Wo Vettel vorbei an Tobi ist. Vettel jetzt schon auf P9. Wir haben Totti gegen Fons. Den Kampf um P7. Hier eine Zweiergruppe, hinten ein Stück weiter eine Dreiergruppe. Und Camo hat sich wohl gedreht. Camo hat sich gedreht. Ah, das ist bitter. Das waren die vielleicht Podiumschancen heute. Fällt bis auf P12 zurück. Bitter für ihn. Bitter, bitter. So, und Marvin jetzt hier gegen Nico. Ui, da gab es eine Berührung. Ja, ein bisschen unsauber davon, Marvin, muss man sagen. Also, ihm schon ein bisschen mehr Platz lassen können. Beide da noch nebeneinander. Jetzt kommt Marvin hier aber besser raus und ist vorbei. Ist auf P2. Und hinter Nico kommt jetzt schon Black Panther. Und danach kommt der zweite Mercedes hier. Bin gespannt. Nico darf jetzt natürlich wieder die Flügel aufmachen. Ja, da kann Nico ein bisschen den Black Panther wegziehen. Natürlich nicht so schön wie Black Panther. Der sich hier dann natürlich auch nicht wirklich ranarbeiten kann. Das wird diesmal nichts. Können halt alle den Flügel aufmachen. Und dadurch bleibt der Abstand gleich. Der Black Panther da jetzt in der Zeitstrafe. Bullet Dude.
Im Kampf um P10 hier mit Papa Murdoch und Camo, der ja, wie gesagt, bis auf P12 zurückgefallen ist, war da im Kampf um das Podest. Hat sich dann irgendwie gedreht. Weiß nicht warum. Ob da Fremdeinwirkung mit im Spiel war oder ob das ein eigener Fehler war. Kannst du leider nicht sagen. Ich habe es leider nicht gesehen. Und Voraus kann sich ein bisschen Luft machen. Gegenüber Totti. Also klar ist bei Camo, die Reifen, die waren natürlich abgenutzter als die von den anderen hier. Aber ich glaube noch nicht, dass das so eine Auswirkung hat. Und Tobi jetzt hier gegen Vettel. Holt sich da P8 zurück. Oder auch nicht. Da kommt... Da sticht der gute Vettel wieder so gut rein. Eieiei, da hätte fast den Tobi da rausgeräumt. Aber Tobi vorbei an Vettel. Tobi jetzt 8, Vettel 9. Und hinten... Die Bullet Duke Plätze ab. Damit kam er jetzt auf 11 vorgerutscht. Kam er jetzt hier schon neben Papa Murdoch. Und holt ihn sich da schon. Jetzt hat er auch noch DRS. Und da gab es einen Angriff von Totti? Nee. Es war Vettel gegen Tobi. Ein Bullet Dude jetzt hier mit einer 3 Sekunden Zeitstrafe. Also die Zeitstrafen fliegen hier wieder. Das wird am Ende auch nochmal wieder einiges durcheinander wirbeln. So, jetzt hier Vettel gegen Tobi. Nochmal der Versuch. Schafft es wieder nicht. Und jetzt gab es die Berührung. Uiuiui. Da haben sich beide fast weggedreht. Ah, Vettel ein bisschen vorsichtiger fahren da. Kommt Zeit, kommt Rad. So, Schwarz-Gelb muss gegenüber seinen Teamkollegen da ein bisschen abreißen lassen. 1,2 Sekunden. Und Marvin ist mit seinem Trott da. Und Nico und Penta schon wieder ein bisschen an Pave rangekommen. Sind nur noch 1,5 Sekunden. Von ehemals 2. Kommt da also auch wieder ran. So, Camo jetzt hier an Vettel und Tobi dran. Gespannt. Ob er da gleich zum Überholen ansetzt. Marvin jetzt mit der Zeit schlafen. Wie gesagt, die werden am Ende noch einiges wieder durcheinander wirbeln. Das wird wieder für einige Überraschungen sorgen, denke ich mal. Denn auch der Pave könnte jetzt bald da reinrutschen in diese Zeitstrafen. Denn er kriegt jetzt immer mehr und mehr Druck von hinten. Wir sind mittlerweile schon fast wieder im Sekundenfenster von ihm. Und Camo wird jetzt hier vermutlich angreifen. Ist hier auch mit DRS offen für Vettel da mehr Topspeed. Und zieht vorbei am Vettel. Nein, zieht jetzt zurück. Lässt ihn da Platz. Vettel kommt ein bisschen weit raus. Jetzt kommt Camo über die Außenbahn und ist vorbei. Erstmal. Ja, ist jetzt vorbei. Jetzt ist endgültig. Ist da vorbei am Vettel auf P9 wieder vorgerutscht. Und jetzt versucht er natürlich auch den Tobi zu kriegen. Und hinten, oh, Bullet Dude, ganz dicht dran da an Papa Murdoch. Und dann gab es irgendwie den Fehler. Das hat zum Crash geführt irgendwie. Und sein Flügel ist weg. Eieiei. Bitter für Bullet Dude jetzt hier in dem Moment. Natürlich. Und Marvin dran an Pave. Marvin dran an Pave. Jetzt den Vorsprung, den Pave sich da rausgeholt hat, hat Marvin jetzt hier wieder zugefahren. Und Black Panther muss jetzt auch mittlerweile abreißen lassen. Jetzt ist jetzt aus dem Sekundenfenster raus, dafür ist DRS gegenüber Nico. Und Marvin dran an Pave. Da wird vermutlich gleich die Attacke kommen, er ist jetzt sehr dicht dran. Da wird gleich die Attacke kommen. Flügel geht gleich auf. Der geht jetzt auf. Und da kommt jetzt auf jeden Fall die Attacke. Kommt er mit viel mehr Speed um die Ecke geflogen. Der gute Marvin holt sich jetzt hier P1. Ist jetzt damit vor Pave. Und Nico. Der jetzt natürlich auch seine Chance wittert. Aber Marvin muss jetzt erstmal hier wieder verteidigen gegen Pave. Denn der kommt jetzt nochmal. Schafft es da leider nicht in dem Moment. Aber Pave bleibt erstmal dran. Genauso wie Nico, der natürlich seine Chance wittert hier. Da auch noch ein bisschen was, ein Stück vom Kuchen abzukriegen.
Und die ersten drei hier innerhalb von einer Sekunde. Und dann kommt schon der etwas größere Abstand auf Black Panther, auf den vierten. Also ich denke, die drei werden es wohl unter sich auch ausmachen hier. Wenn da nichts Unvorhergesehenes passiert. Und wir haben hier hinten immer noch Totti an Fons dran. Kommt nicht vorbei. Tobi an Camo. Kommt nicht vorbei. Und Timmy an Domi. Kommt wohl auch noch nicht vorbei. Und Bullet Dude jetzt überholt worden von Falkberg. Kommt gerade aus der Box, der gute Bullet. Ist jetzt auch hier die Harten abgeholt. Könnte auch durchfahren. So ein Pave. Der hat schon ein bisschen Zeit verloren da auf den guten Marvin. Und Nico könnte jetzt hier... Ah, kam mal ein bisschen schlechter raus als Pave. Und Pave hat keinen Flügel offen. Das ist die Chance jetzt hier für Nico. Pave hat keinen Flügel offen. Die Chance für Nico. Nico setzt an und ist vorbei an Pave auf P2 jetzt. Vor Pave, der auf P3 jetzt ist. Bekommt jetzt aber nochmal die Gegenattacke hier von Pave, hat er eben auch einmal angedeutet gegen Marvin. Nein, kommt nicht. Und Marvin, der kann sich jetzt wiederum Vorsprung ausarbeiten. Muss er auch, denn er hat auf jeden Fall schon eine Zeitstrafe. So viel steht fest. Und jetzt die Frage, kann Pave Nico folgen oder hat Pave Probleme mit den Reifen? Hat Pave vielleicht sogar Probleme mit den Reifen, dass er deswegen jetzt so stark Zeit verliert? Hat er ja auf jeden Fall sehr stark Zeit verloren. Oder waren seine Ressourcen einfach mal aufgebraucht? Also DRS kann er auf jeden Fall öffnen. Das war eben kein Fehler. Anscheinend war er schon aus dem Fenster draußen bei der Zeitmessung. Und Tobi musste gegenüber Camo abreißen lassen. Der weiter an Totti und Fons rankommt da. Ich bin jetzt gespannt, ob die Attacke hier von Pave kommt. Ja, die Abstände sind noch ein bisschen weiter weg. Es könnte zwar zu Angriffen kommen, aber Camo jetzt auch an Totti und Fons dran. Da könnte es auf jeden Fall gleich Action geben. So, jetzt hier Pave. Ja, kommt da nicht gut genug raus. Kann Nico wegziehen gerade. Ist nicht gut für Pave. Damit. Ja, das ist, glaube ich, zu weit weg für eine Attacke. Ranfahren wieder, ja, aber mehr auch nicht. Ja, vielleicht hat er auch ein bisschen sich mit seinen Ressourcen verkalkuliert. Oh, sorry. Dass er da runterschalten muss und jetzt natürlich nicht die nötige Pace bringen kann, um da richtig Schritt zu halten. Sondern eigentlich auch mehr durchs DRS jetzt da mit dran bleibt. Und Timmy hat Domi überholt. Timmy hat sich den Domi gekrallt, ist jetzt auf P12 und dahinter kommt schon Pizza Wolf. Ui, und da gab es den Verbremser von Domi. Was ihn den Flügel kostet und Timmy natürlich auch einen Platz und den Flügel. Oder war der Flügel vorher schon weg? Ich weiß nicht. Pizza Wolf ist der große Gewinner daraus. Domi da mit dem Verbremser. Da haben wir das schon beim Anbremsen gesehen. Da steht ziemlich rumgeschlenkert. Und dann der Auffahrunfall hier. Eieiei. Und Camo jetzt hier wieder an Totti und Fons jetzt dran und könnte jetzt natürlich weiter nach vorne fahren. Natürlich ist es bitter, er ist so weit zurückgefallen, könnte hier weiter vorne mitfahren. Aber muss jetzt hier gucken, dass er sein Rennen irgendwie fährt. Jetzt hat er noch 3 Sekunden Zeitstrafe gekriegt. Das ist natürlich bitter so. Und Pave. Ja. Kann zwar Nico dranbleiben, kommt aber nicht vorbei oder ran, richtig, um ihn anzugreifen. So, mal schauen, was jetzt hier im Dreiergespann passiert. So, Vettel der Erste, der jetzt regulär in die Box fährt mit seinen Softs. Genauso wie Papa Murdoch. Auf 10 und 11 werden jetzt ein bisschen weiter zurückfallen. Pizza Wolf damit jetzt erstmal auf P10. Ah, leichtes stehendes Rad da vorne rechts bei Camo. Bleibt aber dran, so. Domi auch an der Box. Regulärer Boxenstopp plus Frontflügelwechsel.
Also ich bin natürlich aber auch gespannt auf die jeweiligen Boxenstrategien hier. Also ich denke, die meisten, die auf die Mediums fahren, werden da versuchen, einen Stopp zu fahren. Und ui, was war das eben gerade? Fons gegen Carmo, da war wohl Carmo wohl einmal kurz vorbei. Wie auch immer. Und hat Carmo sich den Totti geholt? Ich jetzt irgendwie. Was war da jetzt gerade los? Hat sich der Carmo den Totti geholt oder? Nee. Ich bin gerade verwirrt, das war so komischer Leckner, bin jetzt erstmal echt voll verwirrt gewesen jetzt hier gerade. Irgendwas ist jetzt auf jeden Fall passiert. Ich glaube, der Carmo hat sich den Totti irgendwie geholt, aber wie auch immer, ihr habt das gar nicht richtig gesehen. Ist jetzt auf jeden Fall hinter Fons. Und Totti jetzt hier mit einer 3 Sekunden Zeitstrafe. Ja, bisher kann man für Fons sagen, unaufgeregtes Rennen, genauso wie Schwarz-Gelb und Black Panther, die hier ihre Runden fahren. Hatten da ein paar Duelle, aber dann flachte das schon recht schnell ab. Das Duell, was wir, glaube ich, als nächstes erwarten können, wo es gleich Attacken regnen wird, ist hier wohl Fons gegen Carmo. Da wird Carmo gleich versuchen. Schauen, ob er es schafft. Saugt sich jetzt hier ran, versucht jetzt über die rechte Seite, um sich dann die Innenbahn zu sichern. Ja, aber Fons hält dagegen, sitzt auf der Innenbahn. Hat jetzt wieder die Innenseite für sich und bleibt vorne. Schöner Zweikampf hier über ein paar Kurven. Sehr schön, Fons bleibt vorne und Carmo dreht sich und jetzt wird der Flügelschaden bitter, bitter. Eieiei, das zweite Mal weggedreht. Und jetzt würde ich auch mal auf die Reifen tippen, denn die dürften auch schon ein wenig drauf haben. Auch durch seine Qualifying-Runden da. Er fährt jetzt natürlich an die Box, verliert wieder viele Plätze und Zeit. Auch durch den Flügelschaden. Bin gespannt, auf welche Reifen er geht. Also rein theoretisch könnte er jetzt mit fast jedem Reifensatz durchfahren, wenn er das wollte. Sprich, wenn er auf die harten geht, jetzt könnte er durchfahren oder auf die Softs könnte er auch durchfahren. Es wird unwahrscheinlich, auf den Softs hier durchfahren zu können ab Runde 13. Aber es würde rein theoretisch von den Regeln her gehen. So, jetzt bin ich gespannt, ob Totti da wieder rankommt an Fons. Aber anscheinend ist das der Fall. Und Carmo fällt bis auf P13 zurück. Muss sich jetzt natürlich wieder durchs Feld fliegen. Vor ihm waren schon, sind zwei, die schon an der Box waren. Und davor, die waren alle noch nicht an der Box. So, Totti jetzt hier im Zeitfenster von Fons und vorne Pave bleibt dran an Nico. Und die lassen auch den Marvin nicht wirklich wegziehen. Der hat auch nur 1,5 bis 2 Sekunden da. In dem Bereich schwankt das eigentlich immer. Pave lässt aber auch den Nico nicht wegkommen. Bleibt da auch immer zwischen 0,5 und 0,8 Sekunden an ihm dran. Carmo hinten und Bullet Juice ist raus. Ey, das war Startziel. Oder? Nee. Ach, die Doppel-Links. Die Doppel-Links, wo er sich da weggedreht hat. Eieieiei, das sieht bitter aus. Die Doppel-Links hat er sich weggedreht. So, Timmy jetzt von den Top 10 als erster an der Box. Hier. Und Carmo ist an Murdoch dran. Mit der ist. Timmy geht auch auf die Harten. Kann jetzt auch durchfahren. Ja, für Carmo reicht es hier noch nicht ganz, um da an Papa Murdoch vorbeizufahren. Wie gesagt, die beiden vor ihm müsste er auf jeden Fall holen.
Denn wir waren auch schon an der Box und müssen auf jeden Fall nochmal an die Box. Selbst wenn er sie holt, hat er auf jeden Fall bessere Karten. Denn er scheint auch schneller zu sein. Totti hier an Fons dran und Pave an Nico. Die beiden fahren jetzt gerade an die Box. Hintereinander weg. Nico und Pave. Marvin bleibt noch draußen. Black Panther kommt auch rein. Das heißt, Schwarz-Gelb bleibt noch draußen. So, auf was gehen sie? Pave geht auf die Softs. Nico geht auf die Softs. Black Panther geht auf die Softs. Das heißt, sie werden wohl auch nochmal reinkommen. Da bin ich gespannt. Ich denke, dass Marvin hier auch die Einstopp versuchen wird. Mal schauen, wie lange er draußen bleiben wird. Für die Einstopp. Und das heißt, wir haben jetzt erstmal Marvin vor Schwarz-Gelb, vor Fons, vor Totti, vor Tobi. Die fünf müssen auf jeden Fall auch noch rein. Pizza Wolf hinten muss auch noch rein. Der war auch noch nicht. Und Camo versucht natürlich hier weiter zu überholen. Um hier sich P11 zu holen. Jetzt hat er natürlich richtig gute Karten. Kann jetzt den Flügel aufmachen. Ui, was war das? Was war das auf einmal? Uiuiui. Kein Plan, was das war. Aber es hat, glaube ich, einen Crash verhindert. So wie es aussah. Ui. Alter Schwede. Also Camo scheint hier ein bisschen Internetproblem zu haben. So, Pave an Nico dran. Totti an Fons dran. Und Marvin fährt noch. Marvin fährt noch. Ah, wenn der mal nicht die Einstopp mit Medium Soft versucht. Eieiei. So, Schwarz-Gelb fährt jetzt auch an die Box. Mal schauen, was er für eine Taktik wählt. Fons geht auch an die Box. Totti bleibt draußen. Und Tobi bleibt auch draußen. Das heißt, drei da vorne waren dann noch nicht an der Box. Damit hat sich natürlich auch das Gemengelage ein bisschen aufgelöst. Also rein theoretisch könnten die Softfahrer jetzt alle durchfahren, aber es wird schwer, die ganzen Runden noch auf den Soft zu absolvieren. So, Pave jetzt hier mit dem Angriff will sich reinbremsen, schafft das auch! Und ist vorbei an Nico! Riskantes, aber schönes Manöver hier von Pave, der sich ein Herz gefasst hat, um da diesen Versuch zu starten. Nico hat natürlich aber auch mitgespielt, aber trotzdem mutig und riskant und es wurde belohnt. Vorbei an Nico. Damit wieder Pave von Nico. Und hinten haben wir Camo gegen Papa Murdoch, der es jetzt auch endlich geschafft hat, hier an Papa Murdoch vorbeizukommen. Vorne. Was macht Marvin? Bleibt er noch draußen? Wird da auf die Einstopp Medium Soft gehen? Dafür müsste er jetzt noch ein, zwei Runden vielleicht draußen bleiben. Ne, er geht jetzt rein. Ah, wird eng da mit den Softs dann. Mal schauen, was er für eine Taktik wählt. So, Totti. Was macht Totti und was macht Tobi? Totti mit leichten Problemen da. Stand schon ein bisschen quer. So, Papa Murdoch und Camo fighten da weiter. Jetzt hat Papa Murdoch da aber einen Fehler gemacht. Was macht Totti? Totti fährt an die Box. Genauso wie Tobi. Und dahinter kommt schon Pave und Nico. Pave wurde jetzt hier, glaube ich, aber auch der S-Flügel geschenkt. Und Marvin geht auch auf die Softs. Wie gesagt, sie könnten alle durchfahren. Bin gespannt, was passiert. So, Marvin fällt zurück auf 3 hier wieder. Durch das längere Draußenbleiben hat er jetzt hier ziemlich Zeit verloren. Ansonsten Reihenfolge gleich geblieben, Black Panther, Schwarz-Gelb. So, Pizza Wolf noch nicht drin gewesen, bleibt noch draußen. Auf seinen 16 Runden alten Mediums wird jetzt hier wahrscheinlich gleich von Fons, Totti und Tobi geholt, die hier nacheinander kommen. Und Camo hat die Session verlassen. Ey, Internetprobleme? So, Nico hier weiter am Pave dran. Marvin, der da natürlich jetzt Zeit verloren hat. Ich weiß nicht, ob er vielleicht sogar doch vorhat, mit den Softs da durchzufahren. Also, wenn er ein reifenschonendes Fahren und Setup hat, dann wäre es sogar vielleicht möglich. Aber es wird natürlich echt hart,
und haarig hier. Die Frage ist, fahren Pave und Nico überhaupt nochmal rein? Weil die könnten es ja eigentlich auch ausprobieren. So, Nico jetzt hier mit der Attacke gegen Pave und Pave bleibt da aber neben ihm und ja, jetzt geht's hier gerade hin und her. Ich habe gerade richtig scheiß Kameraeinstellung für diesen geilen Fight hier schon wieder. Danke, Codemasters, ihr ich sag's jetzt nicht. So, Camo ist der Session beigetreten. Ist hier natürlich zurückgefallen. So, und Fonds jetzt hier gegen Pizza Wolf. Natürlich mit dem besseren Reifen. Pizza Wolf, keine Chance. Muss hier Fonds mehr oder weniger ziehen lassen, denn wie gesagt, schon nicht so leicht. So, Nico jetzt hier mit dem offenen Flügel ist aber, glaube ich, zu weit weg, um da die Attacke richtig zu starten. Es sei denn, er fasst sich genauso ein Herz wie Pave eben. Ist aber zu weit weg. So, Camo, seine Plätze, die er sich da zurückgeholt hat, gehen jetzt gerade nach und nach wieder verloren. Er ist auf jeden Fall wieder beigetreten, ist aber noch geghostet. Und wir haben hier Tobi gegen Totti. Und Pizza Wolf immer noch draußen. Vorne Nico gegen Pave. Mit keinem offenen Flügel. Hier war auch gar nicht die Stadt hier. Wobei, wie gesagt, der Pizzawolf wird auf jeden Fall, denke ich mal, diesen Versuch starten mit Mediums und dann gleich auf die Softs und durchzufahren. Definitiv, aber er wird auch sehr weit zurückfallen hier. Und Marvin ist wieder dran hier am Dreiergespann. Bin gespannt, was bei den Dreien jetzt denn noch so geht mit den Stops. Weil wie gesagt, Pave und Nico haben zwei Runden länger jetzt die Softs drauf. Könnten natürlich früher einbrechen. Wäre natürlich wieder die Chance für Marvin. Aber wie gesagt, wir haben auch noch das Problem. Die Stops. Also die müssten, glaube ich, sogar noch mal rein. Und jetzt haben wir hier Tobi gegen Totti. Tobi versucht jetzt über die linke Seite. Das heißt, er hat gleich die Außenbahn. Aber ist vorbei hier an Totti auf 9. Auf 8 jetzt. Totti auf 9, sein Teamkollege auf 10. Tobi jetzt hier hinter seinem Teamkollegen, dem Pizzawolf, der hier einen groben Fehler macht und somit Tobi vorbeilassen muss. Und somit Tobi jetzt auf 7. Starkes Ergebnis bis dahin. So, was machen Marvin, Nico, Pave? Wir erinnern uns, Marvin hat da auch noch eine Zeitstrafe. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht mitbekommen, ob Nico und Pave eine haben. Es könnte nochmal zum Schluss wieder entscheidend sein, dass, falls Marvin sich hier die Pole holt oder P1 dann holt und die beiden nicht reinfahren, könnte er trotzdem, wie gesagt, wieder hinter die beiden fallen, denn er hat auf jeden Fall eine Zeitstrafe. Wie gesagt, Pizzawolf bleibt draußen, hat jetzt aber auch Totti dann im Nacken, verliert jetzt hier natürlich auch die Plätze. Auch durchs draußen bleiben. Also vielleicht soll der doch dann langsam mal reinkommen und sich die Softs abholen. Denn, wie gesagt, der Totti wird ihn da gleich krallen. Und die beiden Mercedes-Fahrer, vor allem Black Panther, tut gut daran, nochmal Stoff zu geben. Denn, wie gesagt, Zeitstrafen werden hier nochmal alles verändern. Er hat, glaube ich, aber auch welche. Das wird schwierig. So, Totti ist hier gegen Pizza Wolf. Nebeneinander hier. Beliebte Stelle. Da kommt er ein bisschen weit raus. Jetzt hat natürlich wieder Pizza Wolf die Innenbahn da. Und bleibt auch erstmal vorne. Mal schauen. Marvin musste ein bisschen abreißen lassen nach vorne. Vielleicht damit seine Taktik aufgeht. So, Totti jetzt hier. Ui. Nico ganz nah dran an Pave. Schauen, ob er gleich hier die Attacke startet, während wir hinten hier noch Totti gegen Pizzawolf haben. Was eigentlich ein unfaires Duell ist, denn Totti hier mit den vier besseren Reifen holt sich jetzt den Pizzawolf P8. Und wie gesagt, Pizzawolf muss noch in die Box. Verliert jetzt hier auch Plätze durchs draußen bleiben. Und zeigt uns aber, 19 Runden mit Mediums gehen. Man verliert nur an Zeit. Und als wenn Mercedes das gehört hätte, schwarz-gelb, gibt jetzt auf einmal Stoff, ist jetzt wieder rangefahren da an seinen Teamkollegen. Mal schauen, was da noch kommt von den beiden. Ob sie da nochmal vielleicht was drauflegen können, um da
anzugreifen und das tut Nico gerade gegen Pave und da gab es wohl die Berührung. Pave dreht sich weg. Und jetzt kommt auch gleich noch der Black Panther und überholt den Pave. Ah, ist das bitter. Da gab es, glaube ich, eine leichte Berührung hier zwischen Nico und Pave. Bitter, bitter für Pave. Den es da gedreht hat. Die Reifen sind natürlich jetzt ein bisschen heiß. Jetzt hat er Schwarz-Gelb noch im Nacken. Hat 4 Sekunden, fast 5 Sekunden auf Black Panther. Der wiederum hat auch nochmal 5 Sekunden. Also 10 Sekunden hat er nach vorne verloren. Eieiei, bitter für Pave hier in diesem Moment. Die Attacke von Nico ist da nicht ganz so glimpflich ausgegangen für Pave. Da gab es, glaube ich, eine Berührung. Es sah zumindest jetzt im ersten Moment so aus. Ich müsste das vielleicht selber noch mal im Stream sehen oder so. Aber bei mir sah es jetzt danach aus, als wenn es da eine Berührung gab. Bitter, bitter hier für Pave auf jeden Fall. Der jetzt vielleicht sogar seine Strategie ändert, um hier sowieso durchzufahren. Was, glaube ich, alle Softfahrer hier versuchen, durchzufahren. Eieieiei. Und Pizzawolf jetzt endlich mal an der Box, holt sich die Softs ab. Ist hier auf P11. P12. Ja, P11 zurückgefallen. Hat jetzt nochmal die Chance, mit den Softs in die Punkte reinzufahren. Und Schwarz-Gelb ist hier dran an Pave jetzt. Und Marvin vorne an Nico dran. Bitter wieder für Pave. Letzte Woche Deutschland durch ein Eigenverschulden in Kurve 1 rausgeflogen. Jetzt die... Ich glaube, wie gesagt, war eine Berührung da zwischen Nico und Pave hier gleich an der Stelle. Bei der Attacke von Nico. Und jetzt muss er Schwarz-Gelb erstmal vorbeilassen. Denn der hat den Flügel offen gehabt. Was wiederum Pave jetzt nutzen könnte gleich, um wieder an Schwarz-Gelb vorbeizukommen. Hier vorne haben wir Schwarz-Gelb mit der 3 Sekunden Zeitstrafe. Ja, wie gesagt, die werden nochmal ein bisschen was verändern. So, jetzt haben wir hier erstmal Marvin gegen Nico, wo Marvin eventuell angreifen wird. Aber Nico kann da gut gegenhalten. Da kommt Marvin nicht schnell genug ran und Pave hat hier wohl irgendwie verloren. Also seine Reifen scheinen da wohl mitgenommen worden zu sein. Black Panther jetzt mit der Zeitstrafe. Ei, das wird da vorne nochmal richtig wirbeln, ja. Also ich glaube, sofern Nico keine Zeitstrafe hat, wird er das Ding hier gewinnen. Denn Marvin hat auf jeden Fall eine Zeitstrafe, das wissen wir ja. Und Timmy ist raus. Nein, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Da ist er raus. Eieiei, da ist er zu weit rausgekommen. Da hat er sich wohl verschätzt und ist hier rausgerutscht. In die Wand rein. Und Pave. Ah, ist bitter für Pave hier. Hinter die beiden Mercedes so noch gerutscht. Ist jetzt gerade auf P5 unterwegs. Hatte Chancen zum Sieg hier. Und Marvin. Zwei Runden frischere Reifen gegenüber Nico. Also die werden hier auf jeden Fall durchfahren. Gehe ich stark von aus. Dann kommt jetzt die Attacke hier von Marvin. Ja, Nico geht schon mal da von der Ideallinie auch weg. Aber Marvin kann sich jetzt ransaugen. Wählt jetzt hier die Außenbahn. Und ist vorbei an Nico. Jetzt wieder auf P1. Vor Nico auf P2. Die beiden haben mittlerweile 7 Sekunden auf Black Panther, der hier Zeit verliert. Und Schwarz-Gelb kommt sogar ran mit Pave im Schlepptau. Das könnte jetzt die letzte Runde nochmal interessant werden für Black Panther, der ja auch noch Zeitstrafen hat. Und Marvin muss jetzt gucken, dass er irgendwie seine Zeitstrafe rausfährt, was natürlich schwierig wird mit Nico im Nacken. Ist jetzt ja auch nicht gerade irgendwer, sondern der Vize-Weltmeister. Der hier wohl ja gut
Weiß jetzt nicht, was du meinst, muss am besten. So, Pace jetzt hier weiterhin dran an Schwarz-Gelb und Marvin kann sich aus dem DRS-Fenster von Nico arbeiten. Und Pace. Hä? War ich gerade bei Nico drauf? Kann das sein? Habe ich mich gerade irgendwie verguckt? Pace auf jeden Fall mit der Attacke gegen Schwarz-Gelb. Nimmt da über die Außenbahn. Hat sie da aber Schwarz-Gelb vorbeigelassen wohl, weil er da wohl, glaube ich, unerlaubterweise überholt hat. Und versucht es natürlich weiter. Marvin mittlerweile mit knapp 2 Sekunden da vor Nico. Also er gibt jetzt Stoff hier die letzten 4 Runden. Will natürlich seine 3 Sekunden da rausfahren, die er auf jeden Fall hat. Ich weiß nicht sogar, ob er noch mehr hat. Und Erik. Was? Erik Kevar, 84. Erstmal moin moin, grüße gehen raus, schön, dass du da bist. Schreibt wunderbar, Marvin. Und wir gehen jetzt hier, wie gesagt, die letzten 4 Runden. Pave gegen Schwarz-Gelb, das ist auch noch nicht ausgestanden hier. Und Marvin muss zusehen, dass er da die 3 Sekunden rausfährt. Und für Black Panther wird es halt auch eng mit dem 3. Platz. Schwarz-Gelb hat, glaube ich, auch Strafen. Pave, glaube ich, wiederum nicht. Wird auf jeden Fall nochmal spannend hier zum Schluss, was auch die Zeitstrafen bewirken. Und 3 Sekunden Zeitstrafe für Papa Murdoch hier an dieser Stelle. Gerade von geredet. Ist gerade auf P10, hat 6 Sekunden Vorsprung da auf Pizza Wolf und Pave da gerade mit einem kleinen Quersteher. Ungünstige Situation, ungünstige Lage gerade jetzt hier, weil er gerade auch so dicht dran war. Muss jetzt natürlich gucken, dass er dran bleibt. Um vielleicht auch wieder die Attacke starten zu können. Aber das ist viel zu weit weg. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Und Timmy WB hat die Session verlassen. Ja. Zweite Renn, zweite Auswahl hier für Timmy. Natürlich kein so toller Einstand. Hat er sich, glaube ich, anders vorgestellt. Und uiuiui, da kam Pave sehr gut ran. Konnte da viel später bremsen und sich da schön an Schwarz-Gelb ranbremsen auch. Bleibt jetzt hier aber, wie gesagt, dran an Schwarz-Gelb. Also, das ist noch nicht vorbei. Hat auch noch ein bisschen Reserven, wie wir gerade sehen. Hälfte hat er noch. Unten am Lenkrad sehen wir das ein bisschen. Deshalb gehen wir mal wieder raus, damit er auch mal wieder in den letzten Runden hier nochmal gucken kann, die letzten 3. Wie er das da am besten macht. Und das ist auch der einzige Zweikampf, den wir noch haben. Alle anderen relativ sicher da. Tobi könnte vielleicht nochmal an Fons ranfahren, aber Fons fährt ein stabiles Rennen hier heute. Hat nicht viel zugelassen. Musste sich da ein paar Mal verteidigen, aber hat das gut gemacht. Deshalb haben wir hier noch Pave gegen Schwarz-Gelb die letzten Runden wahrscheinlich. Das Duell, die hier zusammen an den Teampartner von Schwarz-Gelb ran, an Black Panther, 2,7 Sekunden. Das ist gut für Pave, der könnte somit wieder aufs Podest rutschen. Ferner, wie gesagt, keine Zeitstrafe. Und Marvin mittlerweile 4 Sekunden vor Nico. Damit sollte Marvin seine Zeitstrafe auch nicht gemacht haben. Schwarz-Gelb jetzt hier mit einer Zeitstrafe. Ah, das ist... Ich glaube nicht, dass Pave sogar eine hat. Pave fährt eigentlich relativ sauber. Muss man einfach sagen. Klar, jeder kriegt mal hier und da eine Verwarnung. Und vielleicht auch mal eine Zeitstrafe. Aber bei Pave ist das relativ gering gehalten. Und Pave ist jetzt hier an Schwarz-Gelb vorbei. Aber Schwarz-Gelb könnte jetzt nochmal zurückkommen. Aber ist da zu weit weg. Da ist Pave jetzt hier auf 4. Vor Schwarz-Gelb im Mercedes-Sandwich und noch 2,5 Sekunden weg vom Black Panther und 2 Runden hat er noch. Und Tobi kommt an Fons ran. Hui. Haben wir da noch ein Duell? In den letzten 2 Runden hier. Beim großen Preis von Russland. Vorne sollte klar sein, wer als erstes übers Ziel kommt. Das wird wahrscheinlich der Marvin sein. 5 Sekunden Vorsprung hat er sich da jetzt rausgefahren. Mal richtig Stoff gegeben. Und Schwarz-Gelb muss ein bisschen abreißen lassen da gegenüber Pave. Ist fast aus dem Sekundenfenster raus. Aber Tobi könnte jetzt hier angreifen. Da könnte sogar noch ein Tick zu weit weg sein. Und Pave ist nur noch 1,5 Sekunden weg von Black Panther.
Ah, das wird noch nicht reichen. Pave kommt ran an Black Panther und startet die letzte Runde hier gleich. Auch für die Jungs hier. Aber solange da nichts passiert, das ist doch relativ weit weg. Achso, nee, da wollte ich hin. Da könnte es jetzt nochmal kurz interessant werden an dieser Kurve. Und Pave jetzt an Schwarz-Gelb dran. Pave mit Schwarz... Pave an Black Panther dran. Entschuldigung, mit Schwarz-Gelb im Schlepptau. Und hier könnte es jetzt nochmal eine Attacke kommen. Entschuldigung, dass wir jetzt gerade nicht zu dem Ersten schalten können. Aber hier wird es nochmal überall spannend. Und Pave hier in der langen Linkskurve überholt der Black Panther und holt sich P3. Fährt damit wieder aus Podest. Und Black Panther lässt jetzt sogar noch seinen Teamkollegen vorbei. Und somit haben wir Pave auf 3, Schwarz-Gelb 4 und Black Panther 5. Und Tobi musste da wieder abreißen lassen. Heißt, wir gehen wohl hier auf Marvin für die letzten Kurven, für den letzten Sektor. Wird hier den großen Preis von Russland als erster überqueren. Ob er den auch wirklich gewinnt, werden wir sehen, wenn die nächsten Fahrer kommen. Wegen den Zeitstrafen, wie gesagt, 6 Sekunden hat er sich rausgefahren. Ich weiß nicht, wie viele Strafen er insgesamt hat. Deswegen wird er jetzt hier erstmal als erster über die Linie fahren. Und den großen Preis von Russland erstmal stand jetzt als Sieger verlassen. Fragt sich nur, was ist, wenn Nico über die Linie... Nico hat wohl auch dieselben Zeitstrafen. Was passiert mit Pave? Der kommt bis auf 3 Sekunden ran. Schwarz-Gelb wird Vierter, Black Panther Fünfter. Fons und Tobi hier hintereinander. Fons eigentlich auch ein relativ sauberer Fahrer. Sollte auch nicht unbedingt Strafen, glaube ich, kassiert haben. Überhaupt keine, bin ich der Meinung sogar. Kommt jetzt hier als Sechster über die Linie. Und Tobi ganz knapp dahinter. Uiuiuiuiui. 40 Hundertstel hinter Fons über die Linie gekommen. Auf 7. 8. ist Totti. 9. wird wohl Vettel werden. Holt sich damit noch immerhin 2 Punkte nach seinem katastrophalen Qualifying hier. Und die schnellste Runde hat jetzt Carmo geholt. Das heißt, den extra Punkt gibt es hier heute nicht. Papa Murdoch auf 9 holt sich hier noch... Nee, gar nicht wahr. Da ist der Vettel noch vorgerutscht. Da ist der Vettel sogar noch vorgerutscht. Anscheinend. Auf die 8 holt sich damit 4 Punkte. Papa Murdoch 2 Punkte. Und Totti hier im zweiten Renault holt sich noch einen Punkt. Danach kommt Pizzawolf 11, Falkenberg 12, Domi 13, Camo 14. Timmy und Bullet Dude sind leider rausgeflogen. Und wenn Falkenberg jetzt hier gleich über die Linie kommt mit 24 Runden alten harten Reifen, haben wir es geschafft. Der große Preis von Russland ist zu Ende. Marvin, der Sieger vor Nico und Pave hier. Und ERL eSport schreibt Marvin! Ja, Marvin hat hier im Qualifying nicht ganz so überzeugt, aber im Rennen definitiv gezeigt, dass Russland wohl seine Strecke ist. Ich habe auch schon am Anfang gehört, er ist wohl Weltrekordhalter hier in Russland. Oder war Weltrekordhalter, ist Weltrekordhalter, keine Ahnung. Scheint wohl relativ gut hier in Russland zu sein. Das hat er heute auf jeden Fall bewiesen. Vor allen Dingen jetzt hier zum Schluss, wo er sich dann nochmal in den letzten Runden 6 Sekunden rausgefahren hat. Sagenhaft. Starke Leistung. Und wir sehen, nicht ein Fahrer ist hier ohne Strafen davon gekommen. Das heißt, jeder Fahrer hat hier Strafen kassiert. Uiuiui. Fons 3 Strafen. Und ich lobe ihn noch. Pave noch eine Strafe. Das geht, das ist okay. Kann man mit leben in Russland. Und Marvin und Nico jeweils 3 Strafen auch. Deshalb keine Veränderung da. Konnte Marvin sich eigentlich relativ sicher sein, dass wenn er einmal vor Nico ist, dass er da auch bleibt wohl. Aber na gut. Keiner ohne Strafen hier durchgekommen. Alle haben mit Strafen hier. Und Totti, der Strafenkönig mit 21 Sekunden. Heute hier auf P10. Und größter Gewinner eigentlich Vettel, der von 16 auf 8 gefahren ist. Die Hälfte des Feldes hat er sich noch geholt. Und wir holen uns als erstes den guten Pave an Bord. Und ja, der wird wahrscheinlich schon enttäuscht sein über das Ergebnis.
Denn da gab es einen Vorfall, über den wir natürlich dann versuchen auch zu sprechen. Aber erstmal natürlich über das Qualifying, wo er sich die Pole geholt hat. Navent, dein Audio ist einbezogen? Jawohl, natürlich. Jawohl, das ist gut. Dann erstmal, ja, Glückwunsch zum dritten Platz, den du dir dann noch geholt hast. Qualifying, hast du die Pole geholt. Richtig gut, also war wieder Herzschlagfinale hier. Wie hast du es gesehen, nachdem auch Marvin wieder in die Box gefahren ist? Hast du das irgendwie mitbekommen? Nee. War eine gute Runde. Hat sich nice angefühlt. Ich glaube, die anderen haben auch ein bisschen gepatzt. Und am Ende hat es für die Pole gereicht. Hat mich auf jeden Fall gefreut, ja. Ich habe ja sogar damit gerechnet, dass vielleicht sogar die 1,30 fällt. War die heute nicht erreichbar oder wäre da vielleicht sogar noch was gegangen? Auch aufgrund von, Ach du, ich muss ja. sagen, ich habe vom Rennen eigentlich nur jetzt die 20 Minuten Zeitfahren gehabt, als ich online kam. Also ich weiß gar nicht, was überhaupt drin war. Groß trainiert habe ich jetzt nicht. Deswegen, ich war mit der Pole auch sehr überrascht. Ich dachte eigentlich so P5 wird's. Ja, dann ist die Pole geworden. Ja, dann kam auch schon das Rennen. Start, ja, relativ gut. Ich glaube, Nico und Camo, die sind hinter dir ein bisschen besser weggekommen. Konntest dann aber, wo der Kurveneingang war, die erste leichte Rechtskurve, da konntest du dann doch wieder richtig gut mithalten. Hast dann auch P1 verteidigt dann nach der ersten Kurve. Konntest ja dann auch einen Vorsprung rausfahren durch den Kampf hinter dir. Hast den dann aber wieder verloren. Was war da los? Hast du zu viele Ressourcen am Ich denke, Anfang man hat ja verbraucht, deutlich oder? gesehen, dass Marvin heute der schnellste Mann auf der Strecke war. Also wusste ich auch, dass der Vorsprung relativ schnell weg ist. Ja, aber bis zu dem Zeitpunkt war er ja noch nicht da vorne. Also du Ja, hattest da war ja halt hinter mir der Runden. Kampfplatz. Hat mich natürlich auch gefreut, dass ich da den Vorsprung ein bisschen ausbauen konnte, aber ich wusste, dass ich ihn auch brauchen werde. Weil als Marvin hinter mir war, da ist der ja rapide dann gesunken. Ja, aber er hat die anderen auch mitgezogen, ne? Also die sind dann auch natürlich da Ja, mit das habe ich rangekommen. auch mitbekommen, ja. Ja, dann kam der erste Stint, ziemlich lange rausgezogen eigentlich, auch von Marvin, der ja 2 Runden später gekommen ist als du und Nico. War das ja auch geplant, dass du genau in der Runde kommst oder hast du nur gesehen, Nico fährt rein, dann fahre ich auch rein? Nee, ich habe jetzt erst gezuckt und Nico ist dann noch gerade so rein. Also ich wollte schon Ah, rein, aber ich habe natürlich gehofft, okay. dass keiner mitzieht. Ah, okay. Ja, dann mit den Softs durchgefahren, also ein Stopp gefahren, Medium Softs. Ist riskant, also ich denke mal, die Reifen waren auch gut durch da zum Schluss, die Softs. Ich muss sagen, Russland, ich glaube, nach dem ersten Stint hatte man 30% auf den Okay, Mediums. echt? Krass. Deswegen waren die Softs dann, da wusste man, man konnte sehr früh drauf. Ich glaube, am Ende hat die auf den Softs 50% mit dem Dreher. Also von daher. Apropos Dreher, also. Für mich sah die Attacke von Nico so aus, die war erst gut, dann gab es glaube ich eine Berührung und daraufhin hast du dich gedreht. Wie war es für dich? Ärgerlich natürlich, aber. Ja, es ist. Ja, weiß ich nicht, was ich da sagen soll. Eigentlich haben Nico und ich uns noch nie abgeschossen. Also gab es da eine Berührung? Natürlich gab es eine Berührung, sonst hätte ich mich nicht gedreht. Ja gut, Ich weiß nicht, ich habe spät gebremst, er hat spät gebremst. Ich weiß nicht, was passiert ist, warum mein Auto sich gedreht hat, was da wieder an Fahrphysik von Codemasters am Start war, aber jedenfalls habe ich einen Schlag bekommen und dann war das Ding nicht mehr zu retten. Ja, du warst auch auf den Curbs drauf, also kann auch mit daran gelegen haben, dass du denn dich wirklich endgültig gedreht hast. Will ich jetzt aber nicht irgendwie damit rein. Wie gesagt, das müsste man sich angucken, auch aus seiner Perspektive, denke ich mal. Also für mich sah es halt Berührung von ihm, weil er da halt dann doch ein Tickchen zu spät auf der Bremse war, hat dich da halt berührt, auch mit dem Hinterreifen dann, was dich dann, glaube ich, im Endeffekt auch rausgedreht hat. War natürlich aber auch bitter in dem Moment. Hättest hier um den Sieg mitkämpfen können, warst ja gut dabei. Kann man nicht anders sagen. Nö, also ich muss sagen, in dem Moment war ich mir sicher, dass ich das Ding gewinne, weil es waren noch 6 Runden zu fahren. Marvin hatte 9 Sekunden Zeitstrafe, Nico 6. Meine Reifen waren sehr gut. Ich hatte nur eine Verwarnung zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte noch ganz viel Benzin am Start. Also ich glaube, ich hätte locker noch mindestens bis Runde 25 oder so P1 verteidigen können gegen Marvin. Bei Nico war so gleich schnell wie ich, aber der hatte halt 6 Sekunden Zeitstrafe. Deswegen. Ich war mir eigentlich sicher zu dem Zeitpunkt, dass ich das Ding hier gewinne.
aber das ist natürlich ne, noch ärgerlicher dann. Ja, das ist natürlich dann bitter, wenn man dann auch noch so viele Ressourcen hätte, um das dann wirklich vielleicht zu gewinnen hier. Ja, denn Schadensbegrenzung P3, hast du dann noch die beiden Mercedes dann doch noch geholt. Ja, ich weiß gar nicht, was kommt jetzt als nächstes? Ich müsste mal schauen, weißt du das aus dem Kopf gerade? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hey. Warte, ich schau mal schnell. Oh, nee. Australien. Ey, Australien. Ach naja, alles klar. Ach naja, alles klar. Was soll das denn jetzt heißen? Das ist ja die größte AIDS-Strecke, die es auf dieser Erde gibt. Okay, das stimmt. Die ist echt scheiße. Ich mag sie auch nicht. Sag es mal so. Ja. Ja gut, dann... Naja, ich werde mal deinen Stream reingucken und mal zuhören, was Nico jetzt dazu sagt. Da bin ich jetzt ganz gespannt. Ja, erstmal haben wir den Nico genau, bevor der ja. Marvin dann kommt. Also ich freue mich schon. Ich glaube, er auch. Ja. Nichtsdestotrotz wünsche ich dir natürlich einen schönen Freitagabend, ja. Das Wochenende trotzdem. Dankeschön. Und ja, bis dann, bis nächste Woche. Wünsche ich dir auch. Macht's gut. Jo, ciao. So. Dann holen wir uns natürlich mal den, oh, nicht Person suchen, sondern den Nico einladen. Da ist er. Moin, deine Audio ist mit einbezogen? Jo. Jo, dann erstmal Glückwunsch zu P2. Danke. Und kommen wir erstmal zum Qualifying. Bist du zufrieden mit deinem Qualifying? Hast da nicht die Pole geholt, bist leider nur auf P2 gelandet? Und war eigentlich gut. Ja, okay. Hast du dann aber auch denn mit P2 einen richtig guten Start erwischt, muss man ja sagen. Also bist da ein bisschen besser erst weggekommen als der gute Pave. Mit Camo, der dann von hinten gut gedrückt hat. Wie hast du den Start gesehen? War alles soweit sauber, auch erste Kurve da? Ich weiß, ich habe das nicht genau gesehen. Hinten war auch ein bisschen was los. Ja, war eigentlich, also ich kam eigentlich echt gut weg. Dachte, ich kann mir vielleicht Pave holen, aber muss sagen, mein Flügel war viel zu hoch am ersten Stint, um da irgendjemanden zu holen, außer eins in den ersten Runden. Aber war, glaube ich, okay, der Start gab zwar eine kleine Berührung, glaube ich, mit Karma in der ersten Kurve, aber jetzt nichts Wildes. Ja, das stimmt, da musste da auch ein bisschen dann nach außen, ist auch ein bisschen ausgewichen danach. Ja, dann konnte sich Pave absetzen, du hattest da das Pulk hinter dir. Wie war das so, die Runden, bis Marvin dann auf einmal kam? Ja, also ich kam am Anfang nicht so wirklich klar, die ersten, glaube ich, 7, 6 Runden. Und als Marvin dran war, ja, dann war es schon schwer. Ja, dann kam auch schon fast der erste Stint. Bist ja dann bis dahin erstmal mit Marvin dann noch rangefahren wieder an Pave. Und dann kam ja der erste Stint. Du bist mit Pave als erstes rein. Er hat erzählt, er hat als erstes gezuckt und du bist gerade so eben noch vorher reingerutscht. War das gar nicht so geplant von dir, erst in die Box zu gehen, oder? Ja, also ich habe den Domi gefragt, wie lange seine Softs gehalten haben. Hat er gesagt, 11, 12 Runden. Dann wollte ich erst noch eine Runde länger draußen bleiben, weil ich war nicht sicher, ob die Reifen echt bis zum Ende halten. Dann war es eher spontan am Ende. Also hast du erst noch gezögert, ja? Du wirklich ja, reinfahren sollst. So knapp noch rein. Ja. Ja, dann kam der zweite Stint. Marvin länger draußen geblieben, ist dann natürlich hinter euch gefallen, dadurch, dass er länger draußen geblieben ist, ihr schon die frischen Reifen hattet und damit natürlich eine schnellere Pace hinlegen konntet. Dann gab es allerdings eine Berührung zwischen dir und Pave nach der zweiten DRS-Zone. Da hast du versucht, ihn zu überholen in der Rechtskurve, bist dann ein bisschen weit rausgekommen, hast ihn wohl berührt, so sah es bei mir aus, und daraufhin hat er sich weggedreht. Hat ihn so, glaube ich, die Siegchancen versaut. Wie hast du das in dem Moment gesehen? Also, daraufhin muss man erstmal sagen, dass er, glaube ich, mich davor schon 6 oder 7 Runden davor ziemlich arg in der ersten Kurve gedivebombt hat. Also hätte ich da auch nicht die Tür aufgemacht, dann hätte es da schon geknallt. Und ja, also ich bin, glaube ich, also entweder haben wir gleichzeitig gebremst oder ich habe ein bisschen spät gebremst. Und
Hab ich tragen lassen, dann sind wir, glaub ich, mit dem Vorderreifen, also er mit dem rechten Vorderreifen an meinen linken geknallt und er ist dann entweder auf dem Curb weggerutscht oder ich habe ihn zu weit rausgedrückt. Also ich muss mir dann den Clip nochmal anschauen. Mhm. Aber wenn es so ist, also er war schon sehr weit draußen, muss man schon sagen. Also du warst auch schon fast auf dem Curb. Ja, gut. Also es hat auch nicht mehr so viel gefehlt. Also ihr wart schon sehr weit draußen, muss man sagen. Klar, die erste Kurve, da muss man auch sagen, hast du auch gut mitgespielt. Habe ich auch im Stream so erwähnt. Das geht auch nicht einfach mal so, dass man das so macht. Da muss der Gegenüber auch schon mitspielen. Aber da, ja, weiß ich nicht. Also ich bin froh, dass ich sowas nicht entscheiden musste. In dem Moment. Ja, ich werde mir nochmal schon mit Pilf zusammen, dann haben wir schon. Ja. Also wenn es so ist, dass ich ihn ziemlich hart rausgedrückt habe und er sich deswegen gedreht hat, dann ja gut, dann ist okay. Kann man jetzt nicht mehr ändern. Das stimmt, ändern kann man das jetzt sowieso nicht mehr. Ja, dann warst du erstmal eine Zeit lang in Führung, aber dann kam Marvin und hat dich irgendwann geholt und dann in den letzten Runden da noch über 6 Sekunden rausgefahren. Waren deine Reifen denn doch durch? Warst du denn doch zu früh beim Stint, oder? Also die Reifen waren eigentlich noch okay, ich glaube waren 45% zu dem Zeitpunkt, aber kam nicht. Ich glaube am Ende nur noch 1,37er Zeiten gefahren oder 1,36,9er. Aber dann, ja, war glaube ich in der 2 Sekunden schnell oder fast schon 3, dann ist er weggefahren. Ja. Jetzt als nächstes kommt Australien. Was sagst du? Also, ja. Muss nicht unbedingt sein. Pave meint 8-Strecke, du meinst auch, muss nicht unbedingt sein. Okay. Aber am Ende werdet ihr wahrscheinlich trotzdem wieder irgendwo da vorne stehen. Ja, mal schauen, weil heute, glaube ich, auch die ersten 5 oder 6 innerhalb von 2 oder 3 Zehntel. Das war auf jeden Fall eng. Gefehlt. Auch im Rennen war es eigentlich die ganze Zeit relativ dicht beieinander, muss man sagen. Natürlich, die Zeitstrafen haben natürlich wieder ziemlich viel Abstände da auch dazwischen gebracht, aber vom Groben und Ganzen muss man sagen, war es schon relativ eng heute. Ja. Deshalb freue ich mich natürlich aufs nächste Wochenende. Auf Freitag auf Australien. Und ja, wünsche dir noch einen schönen Abend. Genieß den zweiten Platz. Jo. Geh mit Pave in die Party, okay. Rede mit ihm. Und ihr klärt das schon. Jo, haust da rein. Bis nächste Woche. Alles klar. Ciao, ciao. So. Und mal schauen, ob der Marvin jetzt ein Headset hat. Schauen wir mal. Denn der kriegt ja noch einen Glückwunsch von letzter Woche. Da war sein Headset leider kaputt. Ging irgendwie nicht. Gucken, ob es heute geht. Anscheinend wohl nicht. Oder es dauert jetzt ein wenig. The Racing Noob Twitch. Hi, schreibt da. Ja, moin moin. Grüße gehen raus. Leider ein bisschen zu spät gekommen hier. Das Rennen ist schon vorbei. Wenn du jetzt erst zugeschaltet hast. Wir sind gerade bei den Interviews. Hoffen, dass der Marvin vielleicht noch kommt, aber... scheint so, als wenn er immer noch die Probleme hat. Ich weiß jetzt nicht, ich müsste jetzt mal kurz gucken, hat er hier irgendwo was geschrieben? Nee, irgendwie nicht. Vielleicht ist er jetzt auch einfach interviewscheu geworden oder so, ich weiß es ja nicht. Letztes Mal hat er mir ja noch geschrieben, dass sein Headset kaputt war. Aber diesmal kommt gar nichts. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Marvin. Wenn du das hörst. So, ja, Marvin, ich habe dich eingeladen. Ich komme über Xbox-App, nur hab nichts bekommen. Was? Jetzt kriege ich eine Nachricht. Ja, das bin ich. Marvin, brauchst du mir nicht schreiben, Silva. Was ist los bei dir? Was ist da los? So. Meld mich doch einfach an. Was schreibt er denn hier? Ja, schreibt der Silva, ja. Du hast nichts bekommen über die App. Ja, was soll ich da jetzt machen?
kann dich nur immer wieder einladen. Das ist doof jetzt, Marvin, hier. Warum machst du das auch über die App? Ach, Marvin, Mensch. Warum gehst du denn auch schon offline? Komm doch über die normale Xbox. Dann hier. Und so. Warum macht er das jetzt hier, Mann? Mach doch mal. Ja. Mensch, ist Kinder so. Ja, anscheinend scheint das mit Marvin hier nicht zu funktionieren. Der ist irgendwie. Kann er nicht beitreten über die App, keine Ahnung. Ich warte jetzt nochmal hier kurz 2-3 Minuten. Weil mein. Was? Was soll denn das hier? Sein Controller erkennt sein Dings. Ja, aber wie soll ich denn jetzt machen? Also ich kann. Das Einzige, was ich machen kann, ist, kann dir die Party aufmachen. Und dann könntest du gucken, ob du mir beitreten kannst. Das könnte ich machen, aber mehr kann ich jetzt gerade auch nicht machen. Also. Ah, nein. Wie gesagt, ich habe jetzt offen, Marvin. Ich weiß nicht, ob du mir so beitreten kannst. Gesagt, wenn das jetzt gleich nicht klappt, dann tut das mir leid. Tja. Scheint, funktioniert das nicht so richtig. Peak40K schreibt auf Marvin, let's go. Ja, Marvin ziert sich ein bisschen. Kann wohl hier über die Xbox selbst nicht beitreten, keine Ahnung, vielleicht stimmt irgendwas mit den Einstellungen nicht oder so, keine Ahnung. Irgendwas geht da nicht, er kann mir wohl nicht beitreten. Und ja, wie gesagt, ich habe die Party jetzt offen. Er kann anscheinend nicht joinen. Wenn ich ihn einlade, sieht das wohl nicht. Keine Ahnung, vielleicht liegt das daran, weil er mich nie als Freund hat oder so, kein Plan. Vielleicht kriegt er nicht von jedem einfach so eine Einladung. Ich weiß, ich kenne seine Einstellung dann nicht, die er da getätigt hat. Ja, das heißt, wir werden den Marvin wohl wieder nicht hören hier, nach seinem zweiten Sieg in Folge. War trotzdem spannend. Auf jeden Fall, also Qualifying wieder mega spannend mit Marvin, der da wohl Benzinprobleme gehabt hatte, wenn ich es richtig gelesen habe, hatte er glaube ich im Q3 ein Benzinproblem, er hat glaube ich zu wenig Sprit mitgenommen, was ihm wohl seinen zweiten Run auf den Softstar verwehrt hat im Q3, somit nur auf P4 gestartet, am Ende gewonnen, hinten waren auch spannende Kämpfe. Ja, Unfall, der glaube ich noch geklärt werden muss hier zwischen Pave und Nico. Ich glaube, da gab es wieder ein bisschen Zündstoff dadurch. Hinten weiter war auf jeden Fall auch wieder mega Spannung drinne. Einige gute Manöver, Fonds mit einem unaufgeregten Rennen, hat da alles abgeblockt und verteidigt, was ihn da von hinten angreifen wollte, ist hier P6 sicher nach Hause gefahren. Die beiden Mercedes-Fahrer auch auf 4 und 5 sehr stark unterwegs gewesen. Und guck jetzt mal, Marvin hat mir gerade nochmal geschrieben. Trotzdem mache ich jetzt einfach mal weiter mit dem Fazit hier. Und ja, war wieder sehr spannend. Nächste Woche ist in Australien. Australien wird
denke ich mal, auch wieder so spannend werden wie die vorherigen auch. Also sicher bin ich mir da nicht, wer hier dann wieder gewinnen wird. Marvin natürlich mit Pave und Nico immer Favoriten auf den Sieg, auf die Pole. Aber wie gesagt, Überraschungen sind immer da. Und Marvin ist da. Ich hoffe, dass er mich hört, dass ich ihn höre, dass er seine Audio mit einbezieht. Aber anscheinend. Also ich höre ihn nicht. Hat auch Verbindungsprobleme. Jetzt ist er da. Ich weiß nicht, ob er mich hört. Ja, moin. Endlich klappt das hier mal. Mein Gott. Endlich klappt das hier mal. Hast du dein Audio mit einbezogen? Habe ich gemacht, ja. Habe ich gemacht. Sehr schön. Ich habe gerade schon das Fazit gezogen fürs Rennen. Gut, dass du es doch noch geschafft hast hier kurz vor Schluss quasi hier nochmal auf dem Interview. Glückwunsch erstmal zum Sieg natürlich. Dankeschön. Das ist natürlich ganz wichtig. Und Glückwunsch zum Sieg letzte Woche, wo wir ja kein Interview führen konnten. Ja. Wollte ich dir natürlich auch nochmal sagen. Und erstmal zum Qualifying. Zweiter Stint in Q3 hat nicht funktioniert. Ich habe gelesen, du hast zu wenig Sprit dabei gehabt. Was war da los? Warum? Ich bin, wo fünf Minuten vor Schluss bin ich schon mal rausgefahren. Wollte eine Runde machen. Aber hab zu wenig Sprit mitgehabt und wollte die eigentlich dann setzen, aber dann habe ich die abgekürzt und dann, ja, dann wollte ich noch eine Runde, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich keinen Sprit mehr hatte. Dann war das auch dann vorbei. Ja, das ist bitter. Das war dann. Das ist ja bitter. Ja, dann kam der Start, musste es von 4 starten, war natürlich vielleicht nicht ganz so günstig, bist dann aber gut weggekommen oder relativ gut weggekommen, hast dann aber auch ein paar Plätze abgeben müssen erstmal. Die du dann im Laufe des ersten Stints da ja auch gut wiedergeholt hast und dann hinter Nico warst, den du ja dann auch relativ schnell überholt hast, um die Lücke dann wieder mit ihm auf Pave zu schließen. Wie war so für dich der erste Stint, so auch der Start? Ich muss sagen, dass mein Start wieder nicht gut war. Ich habe wieder ein bisschen was verloren. Im Moment immer noch so eine Schwäche. Ja, dann runter zu lang geraden, dann habe ich der Mercedes noch bekommen. Da bin ich erstmal zurückgefallen. Ja, und dann konnte ich so langsam aufholen. Und ja, dann war ich irgendwann hinter Nico. Dann, wo ich Nico dann überholt hatte, ging das dann eigentlich ganz gut. Dann war ich irgendwann noch am Pave vorbei und dann, ja, dann ging's, dann konnte ich die 2 Sekunden eigentlich gut halten. Und ja, der erste war ganz okay. Der war gut auf jeden Fall. Dann kam ja so langsam die Boxenstopp-Phase. Du bist 2 Runden länger draußen geblieben als der Rest da vorne. War das viel, also im Endeffekt kann man ja sagen, es war nicht unbedingt ein Fehler, weil du hast ja 6 Sekunden zum Schluss noch rausgefahren, aber im ersten Moment war das im ersten Moment vielleicht ein Fehler, wenn Pave und Nico sich da nicht, vor dir berührt hätten, wäre es für dich ja auch schon wieder anders gewesen, da wären ja immer noch 2 Autos vor dir gewesen. Ja, also wenn ich jetzt so zurückdenke, hätte ich wahrscheinlich auch da in die, also mindestens eine Runde später reinkommen können. Ich bin 2 Runden später, weil ich mir dachte, ich habe dann am Ende die neueren Reifen, kann ein bisschen besser nutzen. Ich wusste aber auch, dass ich schon Zeit schaffen hatte. Ich hatte da schon 6 Sekunden und wusste nicht, was Pave hat. Deswegen, ja, dann als ich dann rauskam, habe ich mich dann hinter den beiden gesetzt, habe ein bisschen meine Batterie aufgeladen, damit ich wieder 100% hatte. Ja, und dann irgendwann kam halt die Runde, wo die sich dann abgeschossen haben. Also wo Pave sich gedreht hat dann. Ich weiß nicht, was genau da passiert ist. Und ja, dann war ich dann hinter Nico und dann konnte ich ihn dann auch auf der Geraden dann 2 Runden später, glaube ich, überholen. Und hab das dann eigentlich ganz gut nach Hause fahren können. 6 Sekunden waren es dann zum Schluss. Innerhalb von, ich glaube, 4 Runden oder so. Da hat man dann gesehen, da waren Reserven noch da, um da definitiv wegzufahren. Ja, definitiv. Da waren auf jeden Fall noch ein paar. Da war auf jeden Fall noch die gute Batterie drin. Die war gut aufgeladen. Ich habe auch gehört am Anfang des Rennens, dass du wohl Weltrekordhalter warst, bist in Russland. Ich weiß jetzt nicht, stimmt da, ist da was dran? Ja, bisher glaube ich noch. Müsste ich noch sein, aber das kann man natürlich dann nicht vergleichen, wenn es in so einem Rennen. Nein, es ist natürlich nur eine schnelle Runde, klar, das brauchst du, hast du bestimmt auch nicht gleich beim ersten Mal gefahren, aber es zeigt ja deine Pace, die du hier in Russland hast und zu Recht hast du dann wahrscheinlich auch hier gewonnen. Ich meine, wer den Weltrekord zurzeit vielleicht hält oder gehalten hat,
und hier nochmal in den letzten 4 Runden 6 Sekunden rausfährt, zeigt einfach nur, dass dir die Strecke auf jeden Fall wohl richtig geil liegt. Ja, auf jeden Fall. Russland ist eine meiner 3 Lieblingsstrecken. Aber ich denke, hätte Pave sich nicht gedreht, hätte er das Ding gewonnen, weil ich hatte, wie gesagt, ich hatte Zeitstrafen gehabt, deswegen. Pave hatte auch gesagt im Interview, er war sich eigentlich zu dem Zeitpunkt sehr sicher, dass er das Ding wohl gewinnt, weil er wusste, dass du wohl Zeitstrafen hast, genau wie Nico. Deshalb, ja, ist ja natürlich bitter für ihn gewesen, dass er sich da weggedreht hat. Konnte sich aber noch zurückfahren aufs Podium auf P3. Bisschen Schadensbegrenzung im ersten Moment hier betreiben. Und für euch, für dich auch, geht's jetzt nächste Woche Australien am Freitag. Die anderen beiden sagen schon so, nee, muss nicht sein. Ist auch nicht wirklich jedermanns Strecke, also ich wüsste jetzt auch nicht viele, die sagen, ja, Australien, wie ist es bei dir so? Bei mir ist es leider so, ja, Australien ist meine Lieblingsstrecke. Nein. Meine absolute Lieblingsstrecke. Aber wie kann man Russland mögen und dazu im krassen, zum verfickten Scheiß nochmal Australien, Alter. Das ist ja wohl die Abkotzstrecke nach Abu Dhabi. Ich hab keine Ahnung, also ich hab da irgendwie, ich weiß nicht, ich mag die Strecke sehr, die seit Jahren schon. Alter. Komm ich immer gut klar da. Ich verstehe nicht. Also wenn du Australien trainierst, denk an mich, lad mich ein, ich kann Australien absolut nicht, Alter. Vielleicht kannst du mir noch ein paar Tipps geben, wie ich da besser werden kann, Digga. Ich bin Australien richtig scheiße. Gerne. Ach, der Australien ist, nee, ich weiß nicht, wie man die mögen kann. Du bist einer davon, ich glaube der Erste, den ich kennenlerne, der sagt, ja, Australien. Ich mag die Strecke wirklich, weil der erste Sektor, ich finde den ersten Sektor klasse. Wie kann man Russland und dann, egal. Ziemlich gegensätzlich, egal. Das war auf jeden Fall das Interview nochmal mit dir jetzt. Es hat zum Glück geklappt. Nach letzter Woche, wo es ja Probleme mit deinem Headset gab, hat es jetzt geklappt hier. Konnten wir das nochmal alles wieder nachholen ein bisschen. Und ich kann nochmal Glückwunsch zum Sieg sagen hier in Russland. Führst weiterhin souverän die Fahrer-WM an hier jetzt nach deinem 3. Sieg. Und sind gespannt, wie es in Australien geht. Alter Schwede. Kein Problem. Und gucken mal, wie es in Australien weitergeht. Ob da Sieg Nummer 4 für dich folgt. Oder ob vielleicht einer der anderen dich da ein bisschen ärgern kann. Du bist auf jeden Fall ab jetzt der Gejagte. So viel steht fest. Sind gespannt, wie du diese Position quasi annimmst und wie du damit umgehst und freuen uns natürlich alle, dich dann auch nächste Woche Freitag wieder auf der Strecke zu sehen. Ja, ich freue mich natürlich auch sehr und werde natürlich alles geben, wie immer. Ich auch, ja, Mikrofon wie immer und deswegen wünsche ich dir noch einen schönen Freitagabend, schönes Wochenende. Wünsche ich dir auch, wünsche ich euch allen, die zuschauen und hat auf jeden Fall Spaß gemacht heute. Alles klar. Okay. Ciao. Okay. So, hat ja doch nochmal geklappt hier mit dem Marvin. Hoffentlich klappt das dann eventuell die nächsten Male, wenn er interviewt wird, auch so gut, dass es vielleicht dann noch ein bisschen schneller klappt. Und wie gesagt, Fazit hatte ich schon gegeben. Brauche ich jetzt nicht nochmal. Nächste Woche Australien. Mal schauen, ob der gute Marvin Wort hält, wenn er da trainiert und mich wirklich mal einlädt. Bin gespannt. Also ich selber bräuchte da auf jeden Fall mal ein paar Tipps, wie man da vielleicht doch mal schneller fahren könnte, denn ich bin absolut scheiße. Und scheiße ist nicht unbedingt das Stichwort, aber scheiße ist, dass der Stream, dass das Rennen vorbei ist und ihr wieder eine Woche warten müsst, bis wir hier weitermachen bei der wohl bisher spannendsten Saison auf der Xbox der UFL. Ist ja erst die zweite, also könnte vielleicht sogar noch spannender werden in den nächsten Saisons. Aber diese Saison ist auf jeden Fall definitiv spannender als die letzte Saison. Es ist viel Action, es ist viel los, viele Überholmanöver. Ich glaube sogar mehr als letztes Jahr in den ersten 4 Rennen. Deshalb sind wir gespannt, was uns so noch jetzt erwartet. Nächste Woche dann Australien, das 5. Rennen. Marvin der Gejagte von Pay von Nico auf jeden Fall, die da dranbleiben und schnellste Runde hat dieses Wochenende, also diesen Freitag, keiner. Die hat sich Carmo geholt, der ist leider auf dem 14. gelandet. Das heißt, vorne wird keiner den Extrapunkt kriegen. Und somit verabschieden wir uns für eine Woche hier auf dem Kanal. Hoffe natürlich, dass ihr alle wieder einschaltet. Die nächste Woche Freitag ab 20 Uhr circa wird es hier wieder weitergehen.
Und ja, wünsche euch noch ein schönes Wochenende und tschö mit ö, bis dann, Jan.